Wir setzen uns für die Interessen der migrantischen Roma in Deutschland ein. Das sind insbesondere Roma, die aus den früheren jugoslawischen Ländern nach Deutschland gefunden haben. Und wir haben da eine Kernforderung, insbesondere betreiben wir viel Bleiberechtskämpfe. Wir haben viele Proteste gegen laufende Abschiebung. Wir haben gegen Abschiebung zu Corona-Zeiten uns eingesetzt. Wir haben Forderungen gestellt zu einer vernünftigen Bleiberechtslösung für die Menschen, die seit 10, 20, 30 Jahren in so einem Kreislauf sind von Migration, Flucht und Migration. Wir machen an Gedenk und wir veranstalten Gedenk- und Erinnerungsveranstaltungen. Wir organisieren, beziehungsweise haben wir jahrelang den 8. April organisiert. Wir beziehen Stellung zu aktuellen politischen Themen und geben Presseerklärungen, arbeiten auf Bundesebene mit verschiedenen Organisationen zusammen oder an den Integrationsgipfeln und ähnliches. Also wir machen da wirklich ganz viel. Wir schauen aber auch in die Nachbarländer. Und das haben wir in der Vergangenheit getan. Wir haben in die Slowakei geschaut, wie da die Situation der Roma ist. Wir haben in die Tschechei geschaut, wie da die Situation der Roma ist. Haben da auch Aktionen vorbereitet, beziehungsweise diese auch dann halt weiter fortgeführt. Und wir haben immer wieder in die Ukraine geschaut. Schon 2017 haben wir dann halt gesehen, dass es da einen Angriff gab auf ein Roma-Lager von Neonazis. Dann setzte sich das fort. Es gab so einen Schauprozess gegen einen Rom, in einem Strafverfahren gegen einen Rom. Und das wurde ausgeweitet auf die gesamte Familie und ähnliches. Und das war uns allen sehr bewusst. Aber als der Krieg angefangen hat, Anfang März haben wir zusammengesessen und haben gedacht, jetzt werden viele fliehen. Also Sie müssen wissen, in der Ukraine gibt es eine hohe Zahl von Menschen von Roma. Und darunter gibt es auch noch mal eine hohe Zahl, die ohne Papiere sind. Und wir haben uns alle gefragt, wie wird es das jetzt laufen? Und haben sehr zu Beginn erfahren, schmerzhaft erfahren müssen, dass auf dem Weg der Flucht da schon segregiert wird, dass die weißen Ukrainer herzlich aufgenommen werden. Aber wenn es darum geht, eine Roma-Familie aufzunehmen, dass da schon die Abgrenzung ist. Und da haben wir auch eine Forderung gestellt. Wir haben danach auch zuerst haben wir eine Stellungnahme abgegeben, dann haben wir auch eine Forderung gestellt, Bewegungsfreiheit für Roma aus der Ukraine. Und dieser Forderung haben sich ganz viele Organisationen gebildet. Und wir haben dann gesehen, als diese Menschen dann endlich in Deutschland gekommen sind, dass die auch anders behandelt werden als dann die Mehrheitsgesellschaft aus der Ukraine. Und wissen Sie, der Kenan, Emine und ich, wir haben beide Fluchtgeschichten. Wir wissen, wie sich das halt, wie das damals bei uns war, es von Erinnerungen war, als zu Zeiten der Jugoslawienkriege und unseren Flucht. Und dann entstand dann halt die Idee, dass wir einfach mal uns an Sie wenden. Sie sitzen da, Sie sind die Akteure, dass wir uns dann mal zusammensetzen und daran arbeiten und das erstmal alles auflisten und und dann auch die Situation verbessern, im Sinne, insoweit, dass wir Lösungsansätze ansetzen, da ein Paket quasi zusammenschnüren und das dann an Herrn Daimar Güler in seiner Funktion als Beauftragter der Bundesregierung übergeben, damit da sich endlich was tut. So viel von mir und ich übergebe dann auch direkt an Herrn Daimar Güler. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einführung. Vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Ich kann das Vorhergesagte nur unterstreichen. Also wir haben eine Fluchtbewegung erst einige Tage alt gehabt nach dem russischen Angriff. Schon gab es die ersten Meldungen von allen möglichen Ecken in Deutschland von einer rassistischen Ausgrenzung. Wir hatten, die meisten hier werden das wissen, ja Vorfälle gehabt, da mit der Deutschen Bahn in Kassel-Wilhelmshöhe
am Hauptbahnhof in Mannheim. Wir hatten Fälle gehabt, wo Gemeinden in Bayern sich weigerten, geflüchtete Roma aufzunehmen. Wir hatten die, man muss das schon so sagen, skandalösen Zustände gehabt in der Messehalle in München. Und dort ja auch gesehen, dass von den Tausenden von Geflüchteten dort die meisten sehr schnell untergebracht worden sind, privat, aber kein einziger Mensch mit Roma-Hintergrund, sodass die ganzen Missstände, die in Sammelunterkünften vorherrschen, überproportional eben dann auch Roma treffen. Ja? Und wir haben in dem Zusammenhang natürlich auch Gespräche geführt, so auch mit der Deutschen Bahn. Da wird es auch noch weitere Gespräche geben. Ich habe in dem Gespräch mit, in einem Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bahn auch klar gemacht, dass wir nicht den Fehler machen dürfen, so bagatellisierend von Einzelfällen zu sprechen. Für jeden Fall, der uns bekannt wird, ja, gibt es eine Unzahl von Fällen, die eben nicht bekannt werden. Und ich habe auch mit einigem Schock, ehrlich gesagt, auch die Berichterstattung zum Teil gelesen von bayerischen Lokalblättern, wo in keinerlei Weise Perspektive der Geflüchteten eingeholt würde, sondern munter über diese Menschen gesprochen wurde, auch in einer rassistischen, herablassenden Art. Wir haben dann uns hier bei uns im Büro überlegt, dass wir eben, wenn wir uns die Fluchtsituation anschauen wollen von Roma, eben nicht anfangen dürfen in Deutschland, sondern zu überlegen, wie ist die Fluchtsituation in der Ukraine, wie ist die Fluchtsituation auf dem Weg hierher. Ja? Und wir waren auch mit Vertreterinnen von Selbstorganisationen unterwegs in Ungarn, dann auch in der Ukraine, in der Westukraine, in Kiew, in der Nordukraine. Und was ich dort gesehen habe, hat, ich muss es sagen, jetzt noch Wochen danach mich wirklich in einen Schockzustand versetzt. Ja, eine Gruppe von Menschen, die in einem Waldstück leben, ja, und nichts, aber wirklich nichts haben. Ja, die Kinder nackt herumlaufen, die Menschen in Hütten vegetieren und die uns dann anflehten, ja nicht die Stadtverwaltung in Lviv auf diese Zustände aufmerksam zu machen, weil dann die Bulldozer kommen würden und die Menschen dann vertrieben werden würden. Und wir sehen, dass auf der Flucht diese Menschen von der ersten bis zur letzten Sekunde benachteiligt werden. Also, dass sie dass Roma die Letzten sind, die evakuiert werden. Ja? Dass an den Bahnhöfen Essenspakete nicht oder nur widerwillig oder in geringer Anzahl an die Menschen verteilt werden. Dass, wenn diese Menschen es in den Westen des Landes oder in den Norden des Landes geschafft haben, die einzigen Institutionen, die denen helfen, andere Roma-Verbände sind. Menschen, die selber auch schon wenig haben. Es gibt zwar von der Stiftung EVZ einige Hilfsleistungen für Holocaust-Überlebende, aber das sind nur Tropfen auf dem heißen Stein, Lebensmittelpakete und so weiter und so fort. Das reicht vorne und hinten nicht. Dann haben wir die Problematik mit fehlenden Pässen, ja, Ausweispapieren, Menschen, die seit Jahrhunderten im Land leben und dort als Staatenlose behandelt werden. Wir haben natürlich dann auch ukrainische Staatsvertreter auf diese Zustände angesprochen, also auf diese, vor allem auf diese Dokumentenlosigkeit, ja, und mussten uns dann zum Teil wirklich einfach nur rassistischen Blödsinn als Antwort anhören. Ja. Wir haben natürlich dagegen gehalten, aber was ist unser Learning? Wir müssen einfach sehen, dass Hilfsleistungen, zivile Hilfsleistungen an die Bevölkerung in der Ukraine nicht ihren Weg finden zu den Menschen, die es am meisten brauchen. Und am meisten brauchen es Roma. Die sind von diesem Konflikt doppelt und dreifach betroffen. Wenn man sich mal einen Blick wirft auf die Zustände in den Kriegsgebieten, die Menschen sind geflohen, die Gemeinschaften, die da bestanden. Ja, und diese Gemeinschaften haben den Menschen überhaupt erst möglich gehabt, gemacht zu überleben, auch in Friedenszeiten zu überleben. Ja, Menschen, die
einem segregierten Schulsystem ausgeliefert waren. Menschen, denen es vor dem Krieg schon wirtschaftlich oft nicht gut ging und die nur überlebt haben, weil die Menschen solidarisch füreinander da waren. Ja? Jetzt sind diese Gemeinschaften zerschlagen. Die Männer haben sich freiwillig gemeldet oder sind eingezogen worden. Die Frauen, die Kinder, alte Menschen, behinderte Menschen fliehen in den Westen und in den Norden und bekommen dort nur die Hilfe von eben Gemeinschaften, von Roma-Gemeinschaften, die selber schon wenig haben. Also ein Learning ist, wie können wir sicherstellen, dass zivile Hilfsleistungen, die an die Ukraine gehen, auch bei den Menschen, bei den Roma ankommen? Und meiner Meinung nach ist da der einzige Weg, über die Selbstorganisationen zu gehen. Ja, die Selbstorganisationen kennen die Bedarfe, die Selbstorganisationen können sicherstellen, dass Hilfsleistungen ankommen. Ja? Zum anderen muss bei den Gesprächen mit den ukrainischen Stellen darauf gedrungen werden, dass wir eine rechtliche Gleichstellung haben dieser Menschen. Dazu gehört auch die Ausgabe von Ausweispapieren. Jetzt wird man sagen, ja, da ist doch Krieg und die haben andere Sorgen und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, es wird immer andere Sorgen geben. Und gerade weil jetzt Krieg ist und diese Menschen diesem extremen Druck ausgesetzt sind, müssen wir jetzt was unternehmen. Und wenn da von ukrainischer Seite mir dann gesagt wird, ja, die können ja Papiere haben, die müssen das beantragen und wenn sie straffrei waren und dies und 3 Jahre, 5 Jahre straffrei waren und wenn sie jenes erfüllt haben, da frage ich mich und das habe ich auch gefragt, wieso müssen Menschen überhaupt einen Antrag auf Ausweispapiere stellen, als seien sie Ausländer in dem Land, das ihr Zuhause ist? Ja? Wieso müssen Menschen auf segregierte Schulen gehen, sodass sie dauerhaft wie Ausländer behandelt werden? Ja? Ein besonderes Problem ergibt sich in der Folge einer chauvinistischen Politik des Orbán-Regimes. Diese hat in den letzten Jahren großzügig ungarische Pässe verteilt an Menschen, die in Transkarpatien leben, an Roma. Deren Muttersprache ist Romanes und Ungarisch. So, jetzt diese Menschen sind Doppelstaatsbürger, kommen jetzt als Geflüchtete nach Budapest oder nach Bratislava oder nach Prag und die Behörden dort sagen, also in Bratislava und in Prag, naja, ihr seid ja EU-Bürger, geht mal schön zurück in euer Heimatland, Ungarn. Und Ungarn wiederum werden den Menschen, obwohl sie ungarische Staatsbürger sind, elementare Hilfsleistungen, die für jeden Ungarn gelten, vorenthalten, indem man bürokratische Hürden aufbaut. Da werden diese Unterlagen verlangt und jene Unterlagen verlangt und dann immer auch explizit oder implizit gesagt, zieht doch weiter nach Deutschland oder nach Österreich. Ja? Und das Resultat ist, dass Menschen, wir werden da sicherlich mehr dazu hören, in Ländern wie der Tschechoslowakei oder der Slowakei gestrandet sind, ohne dass sich irgendjemand dort verantwortlich fühlt. Und wenn wir dann den Weg weitergehen nach Deutschland, wenn wir da sehen, dass überhaupt nicht die Mühe gemacht wird von staatlichen Stellen, auch von kommunalen Stellen, mit den Menschen zu sprechen, buchstäblich zu sprechen. Also, dass man, wenn Menschen aus Transkarpatien kommen, dass man dann einen ungarischen Übersetzer zum Beispiel dabei hat. Ja, hat man nicht. Ja. Romanisten natürlich so gar nicht. Dass man nicht mit den Selbstorganisationen spricht. Die Selbstorganisationen vor Ort, die haben die Expertise, die müssen aber auch in die Lage versetzt werden, helfen zu können. Sprich, die müssen einbezogen werden. Die brauchen Unterstützung. Die brauchen auch finanzielle Unterstützung. Was wir ja Land auf Land absehen, ist, dass Menschen aus den Selbstorganisationen bis hin zur Selbstausbeutung sich ehrenamtlich engagieren. Aber jeder muss von irgendetwas leben können. Man kann nicht alles nur in der Freizeit machen, ja? Und das kostet dann halt Geld. Aber ich glaube, dass das eben auch Geld ist, das wir ausgeben müssen. Ja? Wir können nicht Geflüchtetenpolitik an den Geflüchteten vorbeimachen. Und ein letzter Satz. Meine große Befürchtung ist, wenn Menschen nach irgendeinem bayerischen Schlüssel zum Beispiel in München ankommen und dann an die Landkreise verteilt werden, die Landkreise sich aber weigern, die Menschen aufzunehmen oder sie vergraulen, ja, dann ziehen die Menschen weiter. Manche gehen zurück in die Ukraine, manche werden in einen anderen Ort gehen oder über die Landesgrenzen. Und in 2, 3, 4 Jahren haben wir plötzlich den Zustand, dass viele Kinder, die ja vorher schon massiv in einem ukrainischen Schulsystem benachteiligt worden sind, unbeschult bleiben. Und dann kann ich mir schon die Schlagzeilen in mancher Boulevardzeitung vorstellen. Die Roma integrieren sich nicht. Die Roma gehen nicht zur Schule. Statt zu sagen, was haben wir verkehrt gemacht? Wir müssten jetzt handeln. Und deswegen halte ich diese Konferenz auch für sehr, sehr wichtig.
Und wenn von wenn Forderungen von der Community kommen, von Ihnen, von euch kommen, ja, dann werden wir die natürlich weitertragen an die Bundesministerien und an zuständige Landesregierungen. Ja, das vielleicht im Schweinsgalopp als Einführung. Und ansonsten danke für diese Konferenz, die sehr, sehr wichtig ist. Danke für die Organisation und ich freue mich auf das Zuhören. Und wenn ihr und Sie Fragen haben, Anmerkungen haben, bitte, ich bin da sehr, sehr dran interessiert. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Thelmer-Güller. Genau, wir hatten ja schon einige Forderungen, hatten Sie jetzt auch schon genannt, nach rechtlicher Gleichstellung, nach das Hilfsgüter auch tatsächlich ankommen und dass die Beschulung auch garantiert ist. Ich glaube, alles sehr zentrale und wichtige Punkte, die wir schon mal festhalten können für die Diskussion am Ende. Und ich möchte auch direkt an Kenan Emini und Sandra Görend weitergeben, die die Situation von Roma aus der Ukraine auch in den Fluchtländern noch mehr schildern. Und kurz auch zur Einführung, das Roma-Center bzw. das Roma-Anti-Discrimination-Network ist eine migrantische Roma-Selbstorganisation und auch Mitbegründer des Bundes-Roma-Verbandes. Und beide, also Kenan und Sandra, arbeiten schon viele Jahre im Bereich Antidiskriminierung, Empowerment, Gedenken und Bleiberecht und machen auch Recherchereisen in verschiedene Länder zur Situation von Roma. Und dieses Jahr haben sie bereits Recherchereisen nach Tschechien und Polen gemacht und berichten darüber. Danke, Olga. Ich teile jetzt meinen Bildschirm mit der Präsentation. Wenn das klappt, sag Bescheid. Sieht man das jetzt? Ja. Okay. Gut, möchtest du anfangen? Ja, hallo erstmal. Okay, also es... wir wollen ein bisschen einen Rückblick, weil es gab es wenig in Medien seit Anfang des Krieges, also was Roma betrifft aus der Ukraine. Und deswegen für uns wäre wichtig, jetzt ein bisschen auch visuell das zu zeigen, weil es fällt in Medien. Also die erste, genau. Also diese drei Punkte werden wir ein bisschen besprechen an den Grenzen und auf dem Flugweg genau und die Unterstützungsstrukturen, wie das funktioniert. Okay, vielleicht können wir weiter. Genau, also schon am Anfang also des Krieges haben wir schon mitbekommen, also auch in der Community in der Ukraine, wie es mit den Roma geht. Und danach versuchen haben wir auch die Leute irgendwie zu unterstützen, dass die zum Beispiel vom Lviv in Ukraine nach Polen oder nach Tschechien sicher ankommen. Und wie ihr wisst, es gab es große Support, also Solidarität bundesweit, dass auch viele Leute nach Tschechien, Polen, nach Polen auch mit dem Autos und Busse gegangen sind. Nun, das Problem war für uns, dass wir, wie viel wir Kontakte mit den Leuten hatten schon, aber wir konnten die Leute nicht nach Westeuropa bringen, zum Beispiel Deutschland oder Österreich, weil ein Problem war, dass zum Beispiel bei Roma-Frauen und Kindern, dass die immer in einer Gruppe waren, so wie 10, 15 Leute und mit Auto, das war nicht möglich. Und dann gab es so auch Busse, Solibusse aus Polen, die nach vom Lviv nach Polen gebracht haben. Und haben wir gehofft, das wird auch funktioniert. Aber dann gab es auch mehrere Tage, wo Roma-Frauen mit Kindern in Lviv einfach bei dem Hauptbahnhof geblieben sind und keiner wollte die mitnehmen. Auch vom Unterstützer, zum Beispiel, dass die uns berichtet haben, es gab es Busse, die leer waren, und, aber trotzdem, die haben die Leute nicht reingelassen. Sondern gesagt, ja, warten, bis die weiße Ukrainer erstmal die Plätze nehmen und dann, wenn es was gibt, dann können die reingehen. Und so, genau, das war schon am Anfang. Und dann gab es zahlreiche Berichte, dass zum Beispiel Polizei, Gruppe von Menschen, also Roma, auf dem Hauptbahnhof gewartet hat oder in separate Bus gebracht hat und dann irgendwie wieder nach Lviv gebracht. Und das alles, also was wir am Anfang gehört haben, hat uns ein bisschen so unsicher, also das waren nur Berichte von Menschen, die betroffen waren.
Und dann war die Idee, dass man die Leute auch unterstützt, und deswegen dieses Ziel, nach Polen und Tschechien eine Recherche zu machen und selbst ein Bild. Und genau, also vielleicht fangen wir jetzt schon an. Also das ist zum Beispiel in Polen, also das ist ein Hostel, der auch unterstützt war von amerikanischen Organisationen. Aber vorübergehend, die sollten schon im Mai raus von dem Hostel. Und dann gab es auch schon ein bisschen Unterstützung von Roma-Organisationen aus Spanien und auch andere, die auch Essen und Klamotten und sowas gebracht haben. Und wir haben uns gedacht, okay, was können wir machen? Dann haben wir auch eine Spendeaktion gemacht und diese Frauen besucht, die mit Kindern dort waren. Es gab mehr als 130 Personen und da haben wir auch mit denen Interviews geführt und gesprochen und die haben uns auch ihre Erfahrung von der Flucht auch erzählt, was dort, also was haben die alles erlebt. Und, genau, also es ein Ziel war, dass man pro Familie auch so die 300 bis 400 Euro gegeben hat, weil haben wir gedacht, okay, dann können sie selber was kaufen. Und genau, und da waren die Gespräche und da waren wir ein bisschen überrascht, was die uns alles erzählt haben. Zum Beispiel diese Frau, die da ist, die ist auch eine von den Überlebenden, den Holocaust, also hat auch Geschichte in Familie. Und ein wichtiger Satz, was sie gesagt hat, was mir so geblieben ist, aber nicht nur sie, sondern mehr, zum Beispiel, dass die gesagt hat, dass die von russischen Bomben geflohen sind, also aber dass die weiße Ukraine zum Beispiel die geschlagen haben oder so. Und ja, genau, vielleicht kannst du Sandra auch ein bisschen übernehmen. Ja, also die Frauen sind überwiegend mit ihren Kindern geflohen, beziehungsweise auch mit ihren älteren Angehörigen. Viele von diesen Menschen sind ja älter, viele sind auch krank und brauchen eine Behandlung. In diesem Hostel, diese Menschen, die haben überhaupt keine staatliche Unterstützung bekommen und sind dann nach dem Monat obdachlos geworden. Wir haben dann einen Teil dabei geholfen, nach Deutschland zu kommen, weil sie keinen mehr Ort mehr hatten. Obwohl die Frauen wollten eigentlich in Polen bleiben, weil das näher an Ukraine ist und sie eigentlich jetzt in der Situation sind, dass sie ihre Familien unterstützen müssen, weil die Menschen dort kein Einkommen mehr haben. Genau, hier sind noch weitere Bilder aus Polen. Nachdem wir in Krakau waren, sind wir weitergefahren nach Przemyśl. Das ist 20 Kilometer von der ukrainischen Grenze und dort kommen die Züge aus Lviv an. Dort, als wir da waren, hat uns auch überrascht, dass alle gesagt haben, in der Zeit würden mehr Leute in die Ukraine zurückgehen, als aus der Ukraine herausfliehen. Und wir hatten zum Beispiel auch einen Fall in Leipzig, in einer Unterkunft, da mussten wir einer Frau mit ihren Kindern dabei unterstützen, zurück in die Ukraine zu gehen, weil sie es dort nicht mehr aushalten konnte. Also die Situation in dieser Unterkunft war für sie so schlimm. Sie hatte Angst, dass ihre Kinder krank wären. Sie haben die ganze Zeit gefroren und gehungert. Und wir mussten sie dann schlussendlich dazu sie helfen, zurückzukommen nach Ukraine. Dann sind wir weitergefahren nach Medyka. Dort ist der polnisch-ukrainische Grenzübergang. Dort kommen die Autos über die Grenze und auch die Menschen, die zu Fuß über die Grenze gehen. Dort gibt es eben so eine Zeltstadt, wo Hilfsorganisationen und NGOs Zelte haben und Leute mit Essen versorgen. Es gab da alle möglichen, zum Beispiel auch von der chinesischen Regierung und von Sikh-Organisationen Zelte, aber nicht von Roma-Organisationen. Von dort werden auch die Leute in eine Unterkunft bei Przemyśl gebracht, einen ehemaligen Supermarkt, wo sie kurz bleiben können. Genau, sehr schnell hat sich in vielen Ländern der Diskurs herausgestellt, dass es echte und unechte Geflüchtete gibt, nämlich die weißen Ukrainerinnen, die vor dem Krieg fliehen und die Roma, die den Krieg nutzen, um die Systeme auszunutzen. Diese Diskurse hat es, diese Bilder haben zum Beispiel in sozialen Medien Wellen geschlagen. Dort wurden Romnia beschuldigt, Flüchtende in der Ukraine auszurauben. Die wurden dann an Pfosten gebunden und angemalt, teilweise auch ausgezogen und misshandelt. So hat sich dann zum einen dieser Diskurs auch
weiterentwickelt und gleichzeitig Hate Speech hervorgerufen. Und diese Diskurse führen auch dazu, dass sich die Unterstützung für Roma nochmal reduziert. Diese Diskurse von echten und unechten Geflüchteten gibt es aber auch in anderen Ländern, in Tschechien, in Ungarn, aber auch in Deutschland. Nachdem wir in Polen waren, sind wir auch nach Tschechien gegangen. Der Auslöser dafür war, dass auch in Tschechien auf dem Prager Bahnhof und auch in dem Bahnhof von Brno die ganz viele Roma obdachlos gestrandet sind und keine Unterstützung bekommen haben. Wir sind dann dorthin gefahren und haben Geflüchtete getroffen. Hier ist ein Hostel, das gehört einem Rom. Dort waren Romnia und Kinder untergebracht. Die haben wir besucht und interviewt. Und dann haben wir uns mit diesen Sozialarbeiterinnen getroffen in Prag. Das ist das Registrierungszentrum. Zu dem Zeitpunkt hatte Prag bereits einen Aufnahmestopp verhängt. Das heißt, das Registrierungszentrum war da eigentlich schon zu. Aber was hier gut gemacht worden ist oder auch besser als in Deutschland vielleicht, dass nämlich dort auch diese Sozialarbeiterinnen aus der Roma-Community angestellt worden sind und die haben die Familien zum Beispiel dabei unterstützt, dass die Kinder in Unterricht kommen. Genau, dann sind wir weitergefahren nach Brno. Also auch in Prag gibt es diese Zelte, aber dort hat die tschechische Stadt Brno hat Zelte für Roma aufgebaut. Das heißt, Herr Damagula hatte das ja schon angesprochen, dass es in unter anderem in Tschechien die Unterstellung gibt, dass Roma eine doppelte Staatsbürgerschaft hätten, also auch die ungarische. Das trifft nur auf einen geringen Teil der Roma zu, aber es wird allen unterstellt und die werden dann überprüft, ob sie eine haben und in dieser Zeit der Überprüfung bekommen sie keine Leistungen. Und Roma bekommen auch keine Leistungen, wenn sie zum Beispiel die erste Unterkunft, in die sie einquartiert worden sind, abgelehnt haben, beziehungsweise daraus weggegangen sind. Und in Tschechien sind das Orte, die von den Unterstützern als Prison oder Detention Centers bezeichnet werden. Das heißt, die Kinder haben dort Angst und können da nicht bleiben. Und für diese Leute hat dann die Stadt diese Zelte aufgebaut. Das sind 3 Zelte. Als wir da waren, waren es draußen schon 36 Grad. In den Zelten ist man umgefallen vor Hitze. Da neben den Zelten stehen noch 4 Dixie-Klos und ein Wassertank und ein Container und das war's. Die Stadt selber kümmert sich nur insofern um den Platz, als dass sie die Zelte dahingestellt hat und die Feuerwehr die Zelte überprüft, ob die in Ordnung sind. Die Menschen bekommen zu essen von Roma-NGOs in Brno. Ja, so sieht das in den Zelten aus. Die Menschen schlafen auf Paletten. Und das ist ihre Wäsche. Das sind auch weitere Bilder aus Unterkünften in Tschechien. Das ist ein Blick aus einer Unterkunft. Manche Menschen haben dort zur Selbstversorgung Gemüse angebaut. Manche Menschen sind auch vom Krieg verletzt worden und bräuchten dringend eine Behandlung. Und hier, in Deutschland hatten wir auch den Fall, also Herr Daimagüller hatte ja schon die Fälle mit der Bahn angesprochen. Wir hatten auch am 8. April, das ist der Weltromatag, in Dresden haben Unterstützerinnen, die waren da gerade zufällig auf dem Bahnhof, mitbekommen, dass die Polizei flüchtende Romnia nicht aus dem Zug gelassen hat. Und die haben dann dort sich darum gekümmert, dass den Menschen unterstützt werden. Aber dieser Fall ist wohl auch noch mehrmals vorgekommen in Dresden. Genau, das sind nochmal die Kolleginnen von Romanika Fava in Hamburg. Die haben sehr viele Romnia aufgenommen, vom Bahnhof abgeholt. Darf ich da kurz
Ja, also am Anfang haben wir die Bilder aus Polen auch gezeigt und das sind die auch die Frauen, die von Polen nach Deutschland gekommen sind. Also eine Seite, was von unserer Seite war auch wichtig, also wenn wir in Polen, Tschechien waren, auch Leute aufzuklären, zum Beispiel, wie ist die Situation in Deutschland und so, und ob die auch nach Deutschland kommen wollen, weil die keine Unterstützung in Polen bekommen haben. Interessanterweise, keiner wollte nach Westeuropa, weil es ist wichtig zu erwähnen, die wollten immer neben Ukraine irgendwie da sein, dass die quasi ihre Männer unterstützen können, auch manchmal finanziell, weil die sind auch verpflichtet, dass sie ihre Dörfer schützen müssen, also die Männer. Und deswegen, die wollten unbedingt in Polen bleiben. Manche von denen haben auch so eine Arbeit, also die jüngere Frauen, so wie Putzarbeit gefunden, aber nicht so seriös. Und das war deren Hoffnung, dass die lieber dort bleiben. Aber nach einer Weile Zeit, dann haben sie sich bei uns gemeldet und dass die also keine Chance quasi haben und die wollen nach Deutschland. Und deswegen wichtig zu erwähnen, die Romanica Fauer, das sind so Roma-Frauen, Romja, also Frauenverein, der in Hamburg ist. Und die haben auch mit uns in Kooperation auch die viele Flüchtlinge aufgenommen. Es war auch wichtig, dass jemand auch wartet auf die auf dem Hauptbahnhof. Und das sind jetzt die Frauen, die da sind. Genau, ich wollte nur das erzählen. Okay. Hier sind noch weitere Bilder vom Bahnhof in Hamburg. Genau, wir haben auch Leute in anderen Städten untergebracht, zum Beispiel in Bremen. Genau, also hier haben wir nochmal zusammengefasst, wie die Situation sich jetzt oder beziehungsweise welche Probleme aus unserer Sicht Roma, die nach Deutschland kommen, haben. Es gibt eben dieses große Problem, dass die Menschen in Massenunterkünften untergebracht werden und häufig an abgelegenen Orten. Das heißt, sie sind infrastrukturell schlecht angebunden an Schule und Arbeit. Das heißt auch, dass es in Unterkünften in vielen Orten zu, dass weiße Ukrainerinnen nicht mit Roma aus der Ukraine in einer Unterkunft sein wollen. Es gab sogar Protest dagegen oder es kommt auch eben häufig zu Fällen von Rassismus durch weiße Ukrainerinnen. Ein besonderer Fall davon ist auch der Rassismus durch Dolmetscher. Das heißt, dass nicht, das ist jetzt kein Problem, das nur durch im Fall von ukrainischen Geflüchteten Roma auftritt. Das gab es natürlich auch schon vorher, aber im Moment ist das eben auch ein Problem, eine Situation, durch die es zu Problemen kommt, weil die weißen Ukrainer dann ihren Rassismus natürlich auch mitbringen und das kann beim Dolmetschen dann zu Problemen führen. Wir hatten auch Fälle von Rassismus durch Mitarbeiterinnen von in Unterkünften. Dazu werden wir gleich noch was an einem konkreten Beispiel hören. Was generell ein Problem ist, dass es an Unterstützung bei bestimmten Formalien fehlt, das heißt bei der Stellung von Anträgen, sei es auf Aufenthalt oder auf Leistungen, bei der Schulanmeldung, bei der Jobsuche oder bei der Wohnungssuche, weil wir haben schon das Problem, dass es Unterstellungen gibt, dass Roma ihre Kinder nicht zur Schule schicken würden. Also das ist ein generelles Problem, dass es diese Unterstellung gibt, aber jetzt auch schon. Und da wird dann eben nicht gesehen, dass es ein Problem ist, dass die Leute eben gar nicht wissen, zum Beispiel, wie das geht oder wo sie sich hinwenden sollen. Generell gibt es eben auch sehr lange Wartezeiten, dass die Leute umverteilt werden und dass sie Leistungen bekommen. Und dann verbleiben die eben sehr lange in diesen Massenunterkünften, wo die Situation für sie eben unerträglich wird. Es gibt in mehreren Orten, gab es Fälle, in denen es zu rassistischen und stereotypen Berichterstattungen in den Medien kam, zum Beispiel vor kurzem auch in Hannover, wo
eben diverse Stereotype reproduziert worden sind. Und im Grunde werden da immer alle gefragt, außer die Roma selber. Das heißt, dass immer die Positionen der Mehrheitsbevölkerung übernommen werden. Ein generelles Problem ist natürlich, dass für die undokumentierten Ukrainerinnen und laut dem European Roma Rights Center sind das etwa 20%. Das heißt, die nie eine Dokumentation besessen haben, also keine Pässe haben, dass die keinen Paragraph 24 Aufenthalt bekommen und für die befürchten, wie das die in einer langjährigen Duldung verharren werden. Und diese Situation kennen wir ja durch die Geflüchteten aus Jugoslawien. Und ein weiteres Problem in dem Zusammenhang besteht eben auch, dass die ukrainische Konsulat in Deutschland eben den Leuten keine Pässe ausstellt, weil die keine Dokumente haben. Genau. Wir haben, weil es all diese Probleme gibt, haben wir diese Hotline eingerichtet, an die Roma sich wenden können. Der Kollege spricht Ukrainisch, Russisch, Romanes, Englisch, Deutsch. Und die Leute können da anrufen, um Unterstützung zu bekommen. Genau, das sind unsere Webseiten und viele Beispiele, die wir gerade erwähnt haben, sind auf der Webseite von RAN, also Roma Anti-Discrimination Network, nachzulesen. Die Reiseberichte tue ich gleich noch in den Chat posten. Ja, das war es erstmal. Okay, ich wollte nur kurz erwähnen wegen dieser Hotline. Was wir erleben ist, dass die Leute immer wieder anrufen und zum Beispiel, dass sie auf die Leistung sehr lange warten oder die bekommen einmalig. Also das war auch vor dem September, weil im September sollte neue Anträge für den Aufenthalt oder so. Dass die zum Beispiel selber keine Wohnung finden können, weil die auch viele Kinder haben oder so. Und deswegen bleiben die auch sehr lange in diese Einrichtungen. Es gibt auch manche, die auch schwer krank sind und das zum Beispiel eine Frau, die Krebs hat, auch sie ist neulich seit 3 Wochen jetzt hier, aber sie braucht unbedingt richtige medizinische Hilfe und das funktioniert irgendwie nicht. Und dass die auch außerhalb die ganzen Strukturen irgendwo geteilt sind. Und eine andere Sache ist, dass wir auch gemeinsam verstehen müssen, dass diese Leute auch fast nie, also die haben nie nach Westeuropa früher gekommen oder eine Erfahrung, dass die nicht haben. Und dass diese ganze bürokratische Sachen, also was wir in Deutschland haben, nicht so richtig verstehen. Und dafür brauchen die Unterstützung. Und hier uns fällt das alles. Also es gibt zum Beispiel, wie gesagt, Romani Kafawa aus Hamburg, die 3-mal versucht, Anträge zu schreiben, dass die eine halbe Stelle bekommen, um Leute richtig zu beraten, und ist abgelehnt. Also bei uns ist auch genauso, dass wir auch versucht haben, hin und her, und dann wird abgelehnt, obwohl so viele Unterstützung und solidarische Fonds gab es in dieser Zeit des Krieges. Und das, was Sandra erwähnt hat in Tschechien, dass dieses Beispiel, wo auch die Sozialarbeiter selber Roma sind, wir finden das sehr, sehr wichtig. Also ich werde nur noch mal erwähnen, ganz kurz, dass wenn wir auch vor 20 Jahren oder mehr seit Krieg in Jugoslawien gab, also dass wir auch bei Asylinterviews mussten unsere Fluchterfahrung erzählen, dann gab es auch so eine Kosovo-Albaner Dolmetscher, der für uns übersetzt hat, obwohl wir von Kosovo-Albaner auch vertrieben waren aus dem Kosovo. Und das ist manchmal jetzt auch in ähnlicher Situation, also weil die Frau hat gesagt, ja, die Russen bombardieren, klar, aber zum Beispiel gab es auch in einem Teil Transkarpatien, wo die Rechte oder die Neonazi auch systematisch Roma auch vertrieben haben, von ihren Häusern. Also das haben die uns Roma aus der Ukraine erzählt haben. Quasi die haben den Krieg benutzt, dass man die Leute auch von ihren Häusern wegbringt. Und die andere Gedanke ist bei uns auch, weil aus diesem Krieg, Ex-Jugoslawien,
Also jetzt gab es immer Fokus auf Kosovo, Albaner und 78 Tage Bombardierung in Ex-Jugoslawien und Fokus auf die Serben. Aber keiner hat über Roma gesprochen, dass wir nach 600-700 Jahren quasi die schlechte Katastrophe erlebt haben nach dem Zweiten Weltkrieg, dass wir systematisch vertrieben waren. Und das ist so wie eine 150.000 Menschen bis heute kein Zuhause mehr haben. Also ich selber, also Nisa ist auch eine davon, dass wir nie mehr in Kosovo zurückkommen und dass wir unser Eigentum nie wieder zurückbekommen können. Und das muss auch die Regierung verstehen, zum Beispiel in unserem Fall. Und deswegen diese Abschiebung, jetzt andere Thema, aber wenn die Roma von Kosovo-Serben abgeschoben werden, die finden kein Zuhause, weil jemand andere hat ihren Eigentum weggenommen. Und deswegen kommen die immer wieder nach Westeuropa. Und wir denken auch, dass diese Geschichte mit Roma aus der Ukraine kann endlich auch passieren nach dem Krieg, dass diese Leute nicht mehr ihre Zuhause finden. Also über das müssen wir echt ein bisschen denken. Und deswegen diese ganze Mediale, es ist wichtig, dass wir diese Fehler nicht machen, was wir mit Roma aus dem Kosovo gemacht haben, dass keiner wusste, dass Roma in Kosovo gibt, sondern nur Albaner, Serben. Und genau diese Krieg in Ukraine ist auch so, dass wir überhaupt nicht in Medien oder überhaupt nicht über die Minderheit reden, obwohl die 500.000 Roma in Ukraine gibt. Und dass die auch ihre Geschichte haben. Okay, das war ganz gut. Danke. Vielen Dank, Kenan und Sandra, also für den Einblick, der nochmal ganz, ganz deutlich gezeigt hat, wie massiv hier auch eben rassistische Strukturen in unterschiedlichen Ländern zusammengreifen, um genau dann so eine extrem schwierige Situation für die Menschen herzustellen und wie dringend da auch eine Veränderung notwendig ist. Und ich habe jetzt auch aus euren oder aus eurem Bericht und dem, was ihr gesagt habt, auch nochmal die Forderung eben mitgenommen nach, dass Roma auch Sozialarbeiterinnen auch die Beratung machen sollten in den unterschiedlichen Ländern, dass da auch auf jeden Fall Finanzen dafür zur Verfügung gestellt werden müssen und halt eben auch diese mediale Repräsentationen, dass sich da auch etwas verschieben muss und die Perspektiven von Roma ganz zentral im Mittelpunkt stehen sollten. Vielen Dank dafür. Wir würden jetzt den Präsentationsteil abschließen mit zwei weiteren Erfahrungsberichten. Und zwar zum einen von Selhone Gashnian aus Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern. Sie ist ehrenamtliche Unterstützerin und wird über einen Fall in der Unterkunft bei ihr vor Ort berichten. Dann ist noch Julia aus Rostock da, die aktiv ist beim Gedenken an das Pogrom in Lichtenhagen und sie wird über die Situation der geflüchteten Roma in Rostock sprechen. Und ich glaube, genau, es hätte noch eine Person von Romanica Fava sprechen sollen, aber das fällt jetzt erstmal weg. Also das würde ich jetzt an Selhone übergeben als nächstes. Hallo allerseits. Ich heiße Selhone Gashnian. Ich komme aus Ludwigslust. Das liegt in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist eine ganz kleine Stadt. Ich bin ehrenamtlich seit mehreren Jahren tätig, unterstütze, begleite, berate Migranten verschiedener Nationalitäten. Seit kurzem bin ich auch selber eingestellt und als Migrationsberaterin. Und dadurch waren ja viele Erfahrungen und ich habe vieles auch gehört und gesehen. Ja, es geht hier um eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Das war im Sommer. Im Frühling war das. Das war im Frühling. Und es gibt bei uns eine Stadthalle. Dort waren Roma gebracht, viele Kinder. Nach meinem Arbeitsschluss bin ich dann dorthin gegangen. Ich habe Süßigkeiten für die Kinder gekauft und Knabberzeug, irgendwas.
Und ich bin dort als Ehrenamtliche gegangen. Ehrenamtliche, ich habe mich auch vorgestellt, wer ich bin und dass ich dann auch Ehrenamtliche von der Stadt bin und so weiter. Der Security hat gesagt, ja, okay, wen wollen Sie denn da sprechen? Sagte ich, ja, die Roma-Familie. So sagte, wer sind die Roma-Familien? Dann bin ich dann nur vor die Tür tatsächlich, also vor den Haupteingang war ich. Ich dürfte nicht reingehen, also ich dürfte nicht reingehen. Sag ich, das ist die Familie. Also die Kinder waren draußen. Ich habe gehört, wie sie miteinander Romanes gesprochen haben. Sag ich, würdest du bitte deine Mama oder deinen Papa, sag ich, draußen holen? So, bis die Mutter von den Kindern draußen kam, habe ich mich dann weiter mit Security unterhalten. Also ich habe mich Security vorgestellt. Ich habe mich dann weiter mit Security unterhalten und ich habe dann wiederholt nochmal tatsächlich, wer ich bin, also wer mein Name ist, dass ich halt ehrenamtlich für die Stadt arbeite und dass ich halt versuche, die Familien zu helfen, dass ich auch Romanes spreche und dass ich auch Roma-Familien bereit bin zu helfen. Ja. Da kam dann die Frau raus, wir sind dann irgendwie zu einer Bank gegangen, haben uns dann unterhalten. Ich habe mich dann auch da vorgestellt und dann hat sie erzählt, wie viele Kinder sie hat und alles. Und da kamen dann alle Kinder da und die haben sich gefreut, richtig. Ja. Nach 10 Minuten, das waren nicht mal 10 Minuten, da kam ein Security mit einem Handy in der Hand, also ein Handy. In Hand, da war jemand am Telefon dran. Da sagte mir, hier, jemand will dich sprechen. So, hier, jemand will dich sprechen. Sag ich, wer ist das? Ja, sagt sie, das ist hier, hier, was hier jemand arbeitet. Der hat mir nicht mal gesagt, wer das ist. So, ne? Da fragte sie mich, wer ich bin. Also ich habe mich vorgestellt natürlich, wer ich bin und wieso ich auch da bin. Und was ich jetzt gerade so mache, so alles, sag ich, und dann hat sie sofort angefangen, viele negative, ganz viele schlimme Sachen über die Familie zu sprechen, dass die Familie fordernd sind, dass die Kinder halt einfach so rausgehen dürfen wie spät und dass sie nicht das machen, was sie denen sagen, sag ich, was fordern sie denn? Ja. Was haben die gefordert? Sie haben gefordert Essen. Also das war Essen. Sie haben gefordert Kleidung. Sie haben gefordert Decken, damit sie einfach so was Normales ist, weil das war eine riesige, große Halle. Und sie haben einfach nicht Essen bekommen. Also nicht rechtzeitig Essen bekommen oder überhaupt also Essen. Keine Kleidung. Sie haben nur diese Kleidung gehabt, was sie in ihre Körper getragen haben. Nicht ausreichend Bedeckung, also keine Decken oder sowas, also nicht nur eine ganz dünne. Ja. Dann haben sie viele schlimme Sachen über den Ehemann gesagt. Ihm wurde gesagt, also dass er halt die Kinder schlägt, dass er Alkoholiker ist, dass er sich überhaupt nicht um die Familie kümmert, dass er keine Ahnung hat, wie man eine Kinder erzieht und alles, aber also sie hat nur Vorwürfe gesagt, ohne dass sie sich überhaupt vorstellt, wer sie ist. Dann habe ich sie gebeten, bitte stellen Sie sich jetzt vor, weil bevor Sie jetzt weiter die Familie jetzt hier viele negative Sachen über sie sprechen, ich möchte wissen, wer sie sind. Das war tatsächlich die Leiterin, also die pädagogische Leiterin von da, die so viele schlimme Sachen gesprochen hat. Sie sagte, wir wissen ja nicht, ob diese Familie auch wirklich von Ukraine sind, ob sie auch wirklich von Ukraine sind. Also das hat sie schon in Frage gestellt. Aber die Familie haben ukrainische Pässe gehabt. Alle haben ukrainische Pässe. Ich hab die Pässe gesehen. Dass die Familie halt sowieso nicht damit klar kommt, alles was da ist, also dass denen sowieso, dass sie bekommt das alles nicht, was alle Ukrainer bekommen werden, weil die halt Zigeuner sind. So. Dass die Familie
keine Unterstützung bekommen wird, also finanzielle Unterstützung, weil sie wissen nicht, wie man mit Geld umgeht. Also sie haben nur jeden zweiten und dritten Tag ein bisschen Geld bekommen für Zigaretten. Und das war's, nicht mehr. Also nicht für irgendwas, für Kleidung vielleicht oder was die Kinder brauchen, Essen oder Milch oder sonst was. Also nichts. Ja, also ich bin jetzt gerade im Urlaub, deswegen habe ich meine Notizen jetzt alles nicht mit. Aber ich würde gerne diesen Bericht dann also schriftlich an Sandra schicken. Dann können Sie sich da ein Bild machen, wann genau das passiert ist, also wer diese Person war und welche Vorwürfe an die Familie gemacht worden ist und was wurde die Familie unterstellt, was überhaupt nicht der Tatsache entsprochen, also entspricht hat. Ja. So viel von mir. Danke. Danke, Selhona. Julia, willst du direkt weitermachen? Ja, kann ich gern machen. Hört ihr mich? Top, ich war mit dem Mikro nicht sicher. Genau, also ich bin Julia, ich bin aktiv bei ProBleiberecht. Das ist eine antirassistische Initiative, die mecklenburg-vorpommernweit tätig ist. Wir haben uns in diesem Jahr auch beteiligt an dem Bündnis in Gedenken an das Pogrom in Rostock-Lichtenhagen, das sich dieses Jahr zum 30. Mal gejährt hat. Und in dem Kontext sind wir, auch weil wir mehrere Veranstaltungen mit dem Roma Center Göttingen in Rostock zusammen im Vorfeld gemacht haben, auf die Idee gekommen, mal zu gucken, wie aktuell die Unterbringungs- oder die Situation von den geflüchteten Romnia aus der Ukraine hier in Rostock ist. Weil das Pogrom in Rostock-Lichtenhagen in der ZAST, vor allem in der Aufnahmestelle für Asylsuchende, sich ja auch vornehmlich gegen Romnia gerichtet hat und wir diese Kontinuitätslinie von Rassismus ein bisschen verstehen oder nachzeichnen wollten. Was wir dann in Rostock gehört haben, vor allem aus einer Notunterkunft, wo UkrainerInnen, auch DrittstaatlerInnen aus der Ukraine und Romnia aus der Ukraine untergebracht sind, hat uns dazu veranlasst, auch so in ganz Mecklenburg-Vorpommern bei verschiedenen Unterstützungsstrukturen, Haupt- und Ehrenamtlichen nochmal ein bisschen nachzufragen und nachzuhorchen, wie das so ist. Und ich würde so einen kleinen Überblick geben, was wir in Rostock und in vier anderen Landkreisen so von den Leuten gehört haben. Das Erste, ich glaube, das ist nochmal so ein bisschen jetzt auch das Besondere in Anführungsstrichen zu den Beispielen, die wir bisher außer Ludwigslust gehört haben, dass die sich ja vornehmlich auf so größere Städte wie Hannover, Kassel, Dresden oder so konzentriert haben und Mecklenburg-Vorpommern einfach dadurch gekennzeichnet ist, dass es ein Flächenland ist mit relativ wenig Infrastruktur und Unterstützungsstrukturen, die immer schwer zu erreichen sind. Genau, und was man auch wissen muss, im gesamten Bundesland gibt es keine Selbstorganisierung von Romnia, also keine Organisation, keine institutionalisierte. Das heißt, es gibt durchaus Kontakt von Unterstützungsstrukturen für Asylsuchende und Geflüchtete, zum Beispiel zum Roma Center Göttingen, teilweise auch zum Zentralrat des Sinti und Roma oder eben engagierte Einzelpersonen. Aber es gibt keine Organisation in dem Sinn, die die Interessen für Mecklenburg-Vorpommern vertreten könnte. Wir haben hier das Phänomen, also aus den Berichten von den Leuten, so aus ganz MV, ich würde es jetzt mal so unterteilen auf verschiedene Ebenen. Einmal so auf interpersoneller Ebene Rassismus gegen geflüchtete Romnia, das grenzt, also das schließt sehr an das, was Selhone gerade gesagt hat. Das würde ich jetzt auch gar nicht alles wiederholen. Das sind aber Berichte, die wir so aus mehreren Landkreisen gehört haben. Das ist eben diesen von Stereotypen bis hin zu offenem Rassismus seitens Mitarbeitenden in Unterkünften, aber durchaus auch in der Verwaltung gibt und einfach ganz, ganz groß fehlendes Wissen bei allen möglichen AkteurInnen zum Thema Gatsche-Rassismus, aber auch ganz basal in Mecklenburg-Vorpommern allgemein im Thema Migrationssozialarbeit, interkulturelle Kompetenz und so besondere Bedarfe, wie zum Beispiel Begleitung von AnalphabetInnen oder so. Institutionellen Rassismus haben wir auch immer wieder gehört. Ein großer Punkt sind diese sehr entlegenen Unterkünfte. In Mecklenburg-Vorpommern sowieso ein Problem, weil die meisten Unterkünfte für Asylsuchende einfach sehr entlegen, ab vom Schuss und schwer angedockt an Unterstützungsstrukturen sind. Mit diesen Notunterkünften verschärft sich das nochmal, weil die halt praktisch so aus dem Nichts aufploppen und dann dort irgendwelche Leute angestellt werden, die überhaupt keine Schulung im Bereich Sozialarbeit oder Migration haben. Ne? Das würde ich gleich später auch nochmal sagen.
Und was wir auch immer wieder so in diesem Bereich Institutionen gehört haben, ist so ein Reflex von, ich nenne das mal, der Weg des geringsten Widerstands. Ne? Also auch das, was schon geschildert wurde, Rassismus von Ukrainerinnen gegen Romanes-Ukrainerinnen, was dann zu einem Konflikt führt, der dann von Verwaltungsseite mit dem einfachen Weg gelöst wird, okay, dann verteilen wir die Romnia-Geflüchteten einfach weg. Das ist so ein bisschen auch dieser Reflex, den wir noch aus Lichtenhagen kennen, hier so auch die Kontinuität, würde ich nochmal sagen, dass man sozusagen die Leute, die den Rassismus abkriegen, zum eigentlichen Problem erklärt. Und wenn sie weg sind, dann gibt es kein Problem mehr, aber ist natürlich Quatsch, dann entstehen einfach andere Probleme. Und zwar hauptsächlich für die Leute, die dann zusammengefasst in Unterkünften irgendwo auf dem Dorf landen und dort noch weniger Unterstützung bekommen. Stereotype von Mitarbeitenden beeinflussen das Verwaltungshandeln. Das ist auch was wir immer wieder gehört haben. Dieses Beispiel mit Kinder werden nicht beschult. Da haben wir einmal die Begründung gehört, naja, warum sollen wir uns darum bemühen? Die Eltern ziehen eh bald weiter mit den Kindern. Ne? Also diese Stereotypen, die Einzelleute im Kopf haben, schlagen sich natürlich wieder in einem Handeln, das dann auch eine strukturelle Ebene bekommt. Beispielsweise auch Benachteiligungen bei der Wohnungsvergabe. Und was wir in MV tatsächlich auch zweimal gehört haben, ist einfach dieses Problem, auch in der Verwaltung und in Institutionen sitzen einfach RassistInnen. Und das geht so handfest wie, okay, man weiß, die Person ist Mitglied oder aktiv in der AfD, bis hin zu Äußerungen, aus denen man das einfach ganz klar ableiten kann. Hm? Genau, struktureller Rassismus würde ich jetzt so eine Dinge fassen, die sich einfach aufsummieren. Ich hatte das ja vorhin schon gesagt, die Leute, die in den Notunterkünften arbeiten, sind teilweise überhaupt nicht qualifiziert, abseits davon, dass sie vielleicht im besten Fall einen Erste-Hilfe-Kurs mal gemacht haben, bevor sie anfangen, da zu arbeiten, und kommen sonst aus allen möglichen Bereichen. Das hat mehrere Gründe. Das eine ist, der billigste Anbieter bekommt hier den Zuschlag, vor allem in solchen Situationen wie, es muss jetzt mal schnell gehen und man muss viel auf die Beine stellen. Dadurch fällt das Fachkräftegebot, das es ja eigentlich geben sollte. Hinzu kommt, dass wir sowieso in Mecklenburg-Vorpommern in so einem ländlichen Raum einen totalen Fachkräftemangel haben. Also auch in den regulären Unterkünften arbeiten in den seltensten, also arbeiten sehr wenige wirklich ausgebildete SozialarbeiterInnen oder SozialpädagogInnen, sondern halt einfach Leute, die verfügbar sind. Und hier heißt das dann im Endeffekt Betreuung und nicht Sozialarbeit. Das führt natürlich dazu, dass die Leute, die da arbeiten, sich überhaupt nicht auskennen mit sowas wie Antidiskriminierungsgesetz oder auch so speziellen Bedarfen wie eben, keine Ahnung, was mache ich, wenn Leute das Infoblatt nicht lesen können oder so, ne? Also zum Beispiel Begleitung von Analphabetinnen oder ähnliches. Und hinzu kommt auch, das sind gerade in diesen Notunterkünften äußerst prekäre Arbeitsverhältnisse, auch für die Mitarbeitenden, ne? Die sind da kurzfristig angestellt. Warum sollten die sich überhaupt weiterbilden? Ne? Das ist ja auch so eine Frage, man wirft da Leute rein in ein total emotional aufgeladenes Arbeitsfeld und die kennen sich nicht aus und ja, die machen halt so Dienst nach Vorschrift. Generell hier ist auch so ein Problem, dünn aufgestellte Zivilgesellschaft, also sowohl institutionell als auch personell. Es gibt im ganzen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern keine Antidiskriminierungsberatungsstelle. Das heißt, alles, was wir jetzt sammeln, geht zwar vielleicht an bestimmte AkteurInnen, sage ich jetzt mal zum Beispiel die Integrationsbeauftragte, oder wird dann von einzelnen AkteurInnen zum Beispiel aus der Migrationsberatung oder aus anderen Institutionen auch mit Verwaltung besprochen, aber es gibt keine Stelle, die sich dem sozusagen auch unter diesen Oberbegriff, das ist Diskriminierung, da müssen wir die Strukturen, da müssen wir die Institutionen ändern, die sich dem irgendwie widmet. Ne? Das ist erstmal jetzt gesammelt und versagt so lange, wo sich nicht irgendwie einzelne Leute finden, die damit engagiert was anfangen. Genau. Ja, mediale Berichterstattung, das hatten wir auch schon gehört, die Stereotype reproduziert, das haben wir auch hier Beispiele für. Und was ich aber nochmal ganz allgemein ergänzen wollen würde, wie so in vielen Bereichen geht es ja gerade viel um die Situation von Geflüchteten aus der Ukraine, so auch hier Geflüchtete Romnia aus der Ukraine,
So, wir finden es aber wichtig, auch generell nochmal zu sehen, die Situation generell von Romnia-Asylsuchenden in Mecklenburg-Vorpommern ist auch nicht gut. Ne? Die allermeisten kommen aus sogenannten sicheren Herkunftsländern. Da schlagen sich ganz doll die Gesetzesverschärfungen von Union und SPD aus den letzten Jahren wieder. Erstaufnahmelager, Ankersystem, keine Beschulung der Kinder in diesen Aufnahmelagern, Leistungskürzungen, Arbeitsverbote, Ausreise, Abschiebedruck, teilweise das, was Kenan ja auch schon gesagt hat. Das eine ist, klar, super wichtig, dass wir uns jetzt darum bemühen, die Unterbringungssituation oder auch die Situation der geflüchteten Romnia aus der Ukraine zu verbessern oder da Lösungen zu finden. Aber ganz klar müssen wir generell auch im Hinterkopf haben, es gibt ein Grundrauschen, dass Rassismus gegen Romnia in den Asylgesetzen reproduziert und immer weiter aufrechterhält. Und diese rassistischen Gesetze, die müssen weg. Das muss parallel dazu immer weiter laufen. Und da wollte ich jetzt hier gerne durchaus mal den Raum nutzen, wenn hier der Roma auf Beauftragte des Bundes sitzt, das auch nochmal mit anzubringen. Genau, soweit Mecklenburg-Vorpommern. Und genau, Rostock bildet das ab, alles, was ich gesagt habe. Ja, danke, Julia. Das waren jetzt auch viele unterschiedliche Bereiche, über die wir auch vertieft nochmal sprechen könnten. Die genau, nochmal sich auch bedankt für den Beitrag. Also wir sind jetzt mit den Präsentationen erstmal soweit fertig. Es wäre jetzt die Möglichkeit, nochmal Verständnisfragen zu stellen, Nachfragen an die ReferentInnen. Ansonsten zum einen entweder im Chat oder indem sie sich melden und ich sie aufrufe. Und ansonsten würden wir auch den Rest der Zeit dazu nutzen, eben genau darauf zu fokussieren, ja, was für Forderungen können wir daraus ableiten, was sollen wir tun, was muss sich ändern? Also es wurde ja sehr deutlich, was sich alles ändern muss, aber wie schaffen wir das auch? Genau, gibt es erstmal Verständnis, Nachfragen oder andere Fragen? Ich habe jetzt mal mein Mikro eingeschaltet. Ich weiß nicht, ob ich gehört werde. Sie werden gehört. Ja, danke schön. Mein Name ist Jürgen Trade, ich rufe aus Schleswig-Holstein an und ich bin hier in einem kleineren Ort tätig in der Flüchtlingssolidarität. Ich betreue allerdings ausschließlich Afghanen. Das hat sich einfach bei uns so ergeben. Romnia haben wir bei uns überhaupt nicht. Das ist natürlich einerseits schade. Auf der anderen Seite muss ich sagen, die Probleme, die rechtlichen Probleme mit den Afghanen sind schon schlimm genug. Und ich bewundere alle Menschen, die sich um diese Romnia kümmern. Ja, was können wir tun? Was können wir tun? Ich denke mal, jeder, der hier dran teilnimmt, könnte sich an politische Vertreter wenden. Ich werde mich an unsere Sozialministerin Frau Touré wenden, die ich persönlich kenne, und werde sie bitten, diese ganze Problematik aufzugreifen und ernst zu nehmen. Ich denke mal, das sollte jeder tun und ich weiß nicht, was man sonst noch tun kann. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Prade. Genau, also diese Aufforderung auch nochmal an jeden, selbst aktiv zu werden und sich auch an politische Vertreterinnen zu wenden. Es gibt im Chat auch nochmal den Hinweis auf ein Beratungszentrum der Rom- und Sinti-Union in Hamburg, in dem auch genau unterstützt wird und beratet wird. Und dass es auch eine Sprechstunde in Hamburg für jeden Dienstag gibt für Flüchtlinge aus der Ukraine. Dann gab es eine Frage aus dem Chat, ob eine der Roma-Selbstorganisationen eine Datenbank zu Sozialarbeitenden und Dolmetscherinnen, die Romanisch sprechen, führt. Kann das jemand beantworten? Ist das? Ja, ich kann nur dazu was sagen. Also eine große Datenbank haben wir nicht, aber es gibt schon mehrere Kontakte zu Personen, die sowas machen, oder? Ja. Dann sehe ich, es gibt eine Wortmeldung von Katrin Willemsen und Johannes Brandstätter. Frau Willemsen, möchten Sie anfangen? Ja, lieben Dank. Also einmal hatte ich im Chat schon eine Frage an Frau Gasnian formuliert und zum anderen möchte ich auch tatsächlich nochmal hinweisen. Also ich bin selbst Kreistagsabgeordnete und natürlich hier im Landkreis wird ja umgesetzt das, was das Landesaufnahmegesetz vorgibt. Und ich weiß zum Beispiel überhaupt nicht, ob wir Romja hier in Oberhavel zurzeit haben, die aus der Ukraine geflohen sind. Und ich werde das einfach auch nutzen.
nutzen, um gezielt dazu nochmal nachzufragen, ob wir hier tatsächlich haben und eben auch mit Landespolitikerinnen sprechen, ob sie auch auf Landesebene solche Anfragen stellen können, damit man eben auch vielleicht mal sehen kann, wo sind sie denn untergebracht? Denn ich kann mir gut vorstellen, gerade eben bei den größeren Familien ist die private Unterbringung nahezu ausgeschlossen. Und insofern bleibt ja dann nur entweder Gemeinschaftsunterkunft oder eben die Unterstützung bei der Anmietung von einer Wohnung. Und ich hoffe einfach, dass das ja Auswirkungen hat, wenn wir alle die Politik eben verstärkt mit ins Boot holen. Ich bin aus der Stadt Oranienburg. Hier gibt es die Gedenkstätte vom KZ Sachsenhausen. Und es war also für mich völlig unerträglich mitzuerleben, die erste Gedenkveranstaltung zur Ermordung von Roma in Sachsenhausen, und gleichzeitig sind in Massen Roma nach Serbien wieder abgeschoben worden. Und zwar auch Menschen, die einfach aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation in sehr, sehr prekäre Situationen wieder zurückgeschoben worden sind. Und da war der Landrat genauso eben anwesend, hat artig Kranz niedergelegt. Diese Doppelzüngigkeit, die wir hier im Land immer wieder, wenn es um Angehörigen von bestimmten Gruppen geht, das ist für mich unerträglich. Und insofern kann ich auch dem Vorredner nur beipflichten, dem er die Stimme weggebrochen ist, als er darüber gesprochen hat. Auch mit den Afghanen wird ja ähnlich umgegangen. Die haben einen gesicherten Aufenthalt und trotzdem bekommen sie nicht annähernd die Unterstützung, wie es im Moment weiße Ukrainer bekommen. Vielen Dank. Ja, danke, Herr Johannes Brandstätter. Ja, Johannes Brandstätter vom Diakonie-Bundesverband. Die Diakonie, die führt ja an vielen Orten Migrationsberatungsstellen. Insgesamt sind das so etwa 1000 vielleicht bundesweit. Also ich möchte erst mal sagen, ich bin beeindruckt von den Berichten und vielen Dank, dass ich das hier mit hören kann. Das ist für uns als Zentralstelle hier in Berlin natürlich jetzt von ganz großer Bedeutung, dass wir auch unser Wissen und unsere Kompetenzen auf diesem Gebiet hier noch verbessern. Und ich möchte in die Runde fragen, ob es Erfahrungen gibt mit den Beratungsstellen, die die freie Wohlfahrtspflege im Bereich Migration hier führt. Und gibt es da Erfahrungsberichte von Roma, Frauen und Männern, die dorthin gehen und Hilfe suchen. Und gleichzeitig möchte ich auch anbieten, ich stehe als Ansprechperson gerne zur Verfügung für Vorschläge, wie wir unser Beratungsangebot noch stärker und noch besser öffnen können für die Menschen, um die das hier geht. So, fände ich gut. Danke, das heißt, es kann sich an Sie gewandt werden als ein Punkt und die Frage noch nach weiteren Erfahrungsberichten, falls das jemand ergänzen will. Und es gibt noch eine Frage im Chat, ob es eine Selbstorganisation in Braunschweig gibt. Ich weiß im Moment niemand. Also es gab es viele Jahre, aber ich glaube, es sind nur Einzelpersonen jetzt, die so ehrenamtlich was machen. Okay, danke, Kenan. Selhane, du hattest dich auch noch gemeldet? Ja, ich wollte mal nur ganz kurz noch einen Bericht erwähnen. Also im April, so Anfang Mai, Ende April, Anfang Mai war ich in Berlin. Da war ich was privat, ich wollte was erledigen. Und auf dem Hinfahrt habe ich schon die Familie gesehen, dass da schon hin und her gelaufen sind. Und als ich dann zurückkam, habe ich dann wieder die Familie da gesehen. Die sind halt wieder hin und her gelaufen beim Bahnhof. Denen wurde nicht geholfen, also überhaupt nicht. Es gab hier in Berlin beim Bahnhof die Menschen, die mit neongelbe, grüne Westen Hilfe geleistet haben an ukrainische Geflüchtete.
irgendwann mal habe ich mich einfach neben diese Familie gesetzt. Das war eine Frau, so gleich 45 Jahre alt, so mit ihrem 16-jährigen Sohn und mit noch einem kleinen Kind, so 8 Jahre alt. 8 Jahre, ja, muss 8 Jahre sein. Und das Kind hat geweint. Das Kind wollte Brot, wollte essen, war hungrig und Wasser, auch keine Wasser, nichts. Da fragte sie, wieso weint er so? Wieso weint er? Sagt sie, der möchte denn essen, der hat Hunger. Sag ich, woher kommt ihr? Und dann hat sie angefangen zu reden, wie sie geflüchtet sind, was alles so passiert ist. Sag ich, gut, jetzt, ich habe das eben jetzt gerade da gelesen. Ich weiß, dass es Hilfe gibt für geflüchtete Ukrainer. Wir gehen jetzt dahin. So, ne? Dann sind wir draußen gegangen, also vor dem Bahnhof war ja so ein Zelt, da wo viele also Essen und Trinken bekommen haben. Die dürften auch drinnen bleiben, wenn es kalt war. Ja, ich habe es dann hingebracht. Die wurde dann reingelassen. In demselben Moment, wo ich dann auch weg war, so auf meinen Zug zu warten. Sie haben dann in Hand einfach bekommen, eine Flasche Wasser, trockenes Brot, also Toast. Die wurden dann sofort rausgeschickt. Sofort wurden sie rausgeschickt. Bis ich dann zu dem Platz, also wieder hingegangen bin, wo ich saß, da sehe ich sie wieder. Sag ich, wieso seid ihr draußen? Ihr dürft nicht da drinnen bleiben. Sie dürfte nicht so. Sag ich, gut, jetzt suche ich mir jetzt jemanden hier, wer dir euch helfen kann, damit ihr einfach eine Unterkunft bekommt, wo ihr euch auch anmelden könnt. Ne? Da kam ein Jugendlicher, den habe ich die Situation geschildert, der sagte, ich kann nichts machen. So, ne? Ich kann nichts machen, ich zeige nur hier, wo sie jetzt ihre, wie sie ihren Zug bekommen, oder wie sie den Plan bekommen. Sag ich, bei wem soll ich denn gehen? Das schickte mir bei den anderen, der andere wusste auch nicht. Also da kamen 4, 5 Leute, die keiner wirklich helfen wollte. So am Ende kam aber eine weise Person, sage ich mal jetzt, ein Ukrainer, so ein Mann. Dann habe ich ihm nochmal die Situation geschildert und er hat gesagt, ja, ich kann da nichts helfen, sagt er. Und da bin ich tatsächlich ein bisschen impulsiv geworden, also ein bisschen laut, sage ich, wie kann das sein? So, jetzt muss einfach hier jemand hören und da muss reagiert werden, weil das sind Menschen, die tagelang hin und her laufen, die kein Essen haben, die keine Unterkunft haben und dann werden sie noch dazu beschimpft und abgelehnt und alles. Was steht, sage ich hier? Ich habe dann den Mann genommen, sage ich, schauen Sie, was hier steht. Das sind Leute, die aus Ukraine sind. Die haben ihre Pässe, sage ich, die haben ihre ganzen Dokumenten. Die lügen nicht, sage ich. Und außerdem, nur weil sie anders sind als Sie, dann bekommen Sie auch keine Hilfe. Also die Familie wurde trotzdem nicht geholfen. Die standen da, da kamen sie, noch 2 Familien kamen noch dazu. Also noch 2 Familien, auch mit Kindern. Und die sind einfach da am Bahnhof geblieben, ohne Unterstützung, also ohne Anmeldung, ohne Unterstützung, ohne gar nichts. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. So. Danke sehr. Das ist die Familie. Und also das sind ja die Hilfe, wo überall standen in Berlin. Also da wo keiner richtig so, ja. Also, ja. Ja. Danke, Silvana. Das wollte ich nochmal sagen. Danke. Ja, man viele bedrückende Beispiele auf jeden Fall. Wir haben noch 5 weitere Wortmeldungen. Ich würde anfangen mit Melissa Willeutner. Erstmal ein schönes Hallo aus München. Erstmal vielen lieben Dank für die Offenheit und auch den Mut von denjenigen, die ihre Situation und ersten Erfahrungen oder grundsätzlichen Erfahrungen mit diesen Menschen geschildert haben. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin noch sehr neu in der Thematik drin. Bei mir steht die Integration von Familien Roma sind die seit letzten Jahres auf dem Plan. Mein Job ist es, Familien in München dazu zu animieren, ihre Kinder in der Kinderbetreuung anzumelden. Also Hürden abzubauen, sie darin zu unterstützen,
weil es sprachliche, kulturelle und viel weitere Probleme gibt, dass die es schaffen, ihr Kind in den Kindergarten anzumelden. Und in diesem Zusammenhang bin ich auf die Roma- und Sinti-Thematik jetzt gestoßen, möchte mich halt einfach jetzt auch da weitestgehend informieren und würde einfach gerne zwei Rückmeldungen geben. Also ich bin und bleibe weiterhin Pädagogin. Ich bin es auch mit vollem Herzen und Engagement und unterstütze und mache, wo ich kann und werde diesen Weg hoffentlich nicht aufgeben müssen. Aber ich muss tatsächlich hier an der Stelle mal ganz klar sagen, uns gehen die Ressourcen aus. Ich habe einfach schlichtweg keine Ressourcen. Selbst wenn ich an die Roma-Familien gerate und sie sich öffnen und einen Kita-Platz haben wollen, die kommen in unsere Kita gar nicht rein, weil wir bei uns eine derartig strenge Satzung haben, dass nur Familien begünstigt werden oder erstmal nur begünstigt werden, die berufstätig sind. Und das ist halt einfach etwas aufgrund der fehlenden Dokumente und kein Arbeitsnachweis, nichts. Es ist unfassbar schwer, diese Familien zu unterstützen. Dann geht es weiter zu Beantragung von Wohnungen. Ich verstehe und sehe die Diskriminierung und auch die rechte Gesinnung, die wir zum Teil in unseren Institutionen leider Gottes vorfinden. Aber leider Gottes betrifft es nicht nur die Roma-Sinti-Thematik, sondern fast alle Bereiche. Ausfüllhilfen für Unterlagen sind unfassbar rar. In dieser Großstadt München haben wir wahnsinnig wenige Stellen, die auch wieder zum Teil relativ schlecht manchmal finanziert und bezahlt werden. Also es ist ein Rattenschwanz, der ist unendlich. Und das sind Ressourcen, die ich nicht habe, aber dringend brauche, um halt Familien mit einem derart hohen Maß an Unterstützung hier in unserem Land eine Möglichkeit des Schutzes zu bieten. Und wenn ich dann noch versuche, für diese Familien eine Wohnung zu suchen, was überhaupt nicht in meinen Aufgabenbereich fällt, scheitere ich daran, dass wir bei uns im Amt für Migration und Wohnen 21.000 Anfragen haben und nur 5.000 dieses Jahr vergeben werden können. Und die Reaktion der Roma-Familien ist natürlich, wir haben eh keine Chance. Die verlassen München, bevor sie es überhaupt versucht haben, hier anzukommen. Und das ist doch dann eine Grenze, die ich als Pädagoge nur schwer überschreiten kann. Ich habe die Ressourcen nicht. Deswegen mein Appell auch an Herrn Henk. Herr Henk, genau. Wir können viel tun. Wir sind auch dazu bereit, viel zu machen. Und ich habe diesen Beruf auch nicht umsonst gewählt. Aber ohne die Unterstützung seitens der Politik und ohne unsere Forderung, die wir stellen, dass man die ernst nimmt, kommen wir an dem Punkt nicht weiter. Und da nenne ich als Beispiel Sprachkitas. Sprachkitas sind ein wesentlicher Aspekt, der uns hilft, in den Unterkünften oder in den Einrichtungen die Familien mit Sprachkenntnissen zu versorgen. Und die stehen halt einfach gerade eben wieder einmal auf dem Abschuss. Anerkennung von unseren Berufen. Also es ist eine schier unendliche Reihe von Dingen, die wir brauchen. Wir brauchen Ressourcen. Danke, Melissa Willeutner. Ich meine, wir sehen die eben auf der strukturellen Ebene gibt es viele Bereiche, die geklärt werden sollen. Ich würde Sie gerne bitten, Ihre Anmerkungen oder Kommentare, einfach weil wir so viele sind, kurz zu halten. Ich bin fertig. Danke Ihnen. Danke. Genau, wir haben im Moment noch 4, 5 weitere Wortmeldungen. Wie gesagt, bitte, wenn möglich, kurz. Danke. Elise Sorge. Ja, genau. Hallo, ich bin die Projektkoordinatorin in der Gemeinschaftsunterkunft hier in Berlin in Spandau. Und ich wollte ganz kurz zum Herrn sagen, der gefragt hat, ob es Beratungsstellen gibt oder Anlaufstellen. Also wir haben hier 2 Romnia-Familien und wir haben die an der AWO in Pankow angebunden, einfach weil wir da die Sozialarbeiten persönlich kennen. Das scheint einigermaßen gut zu funktionieren. Aber natürlich, es gibt ja diese Gefahr, dass wenn man die Familien an jemanden anbindet, dass es da auch ein gewisser Rassismus gibt, insbesondere. Also deswegen, also ich kann nur persönlich davon von meiner Erfahrung sprechen, dass es gut funktioniert, aber es gibt ja immer dieses Risiko vielleicht. Und ich wollte auch nur ganz kurz was zu meiner Erfahrung. Ich habe im März in Berlin im Ankunftszentrum gearbeitet.
da in Reinickendorf, wo alle Ukrainer am Anfang, bevor die das Flughafen Tegel aufgemacht haben, sich anmelden mussten. Und da kamen sehr schnell also Gerüchte raus, dass ganz viele Romja-Familien eigentlich gar nicht aus der Ukraine kamen, dass die aus Moldau kommen, dass die das ausnutzen, um das Essen zu bekommen. Und ganz schnell wurden, sobald eine Roma-Familie ankam, die Pässe angeguckt, alles durchgeguckt. Es gab auch ganz viele Ehrenamtlichen, weil es war ja meistens von Ehrenamtlichen gemacht, die überhaupt nicht geschult waren, die auch schwer rassistisch waren gegen die Roma-Familien. Und das habe ich halt selber beobachtet und die Gerüchte, also ich habe das in Telegram-Gruppen gesehen selber, dass diese Gerüchte haben sich halt sehr schnell verteilt und dann auf einmal, sobald eine Roma-Familie ankam, wurden sie nicht gleich behandelt. Und wir haben auch hier eine Bewohnerin, sie wurde in Moldau geboren, ukrainisch Pass, und wurde nicht als ukrainische Geflüchtete anerkannt, sondern als Person, die aus Moldau kommt. Die kriegt jetzt keine Leistung deswegen. Und das ist auch irgendwie ein Beispiel, dass es in Berlin auch dieses Rassismus in der Bürokratie gibt. Also das System ist eigentlich da, um alle zu unterstützen. Aber ich glaube auch, also dieses individuelle Rassismus ist ein großes Problem in der Bürokratie, weil ja, dann passieren halt so Fälle und es passiert halt immer die Roma-Familien. Also die sind die, die am meisten betroffen sind. Ja. Das war's. Danke. Diese Sorge. Joviva Arvinitelli. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Jovica Arvinitelli vom Verband Deutscher Sinti und Roma Landesverband Baden-Württemberg. Ich leite die Beratungsstelle für die Roma. Also ich selbst gehöre der Minderheit der Roma und komme 90er Jahre selbst auch als Flüchtling schon her. Ich schließe mich meinen Vorredner an. Also die Problematik und die Herausforderung möchte ich auch nicht auch jetzt vortragen, weil wir merken, dass immer wieder wiederholen sie sich der Antiziganismus, diese spezifische Form, ob das in den 90er Jahren, ich glaube, es sind schon auch einige Roma hier, die wir selbst durcherlebt haben, und diese Situation wiederholt sich das. Und ich glaube, vom Land zu Land ist keine großen Unterschiede. Nur die Frage ist, welche Erfahrungswerte oder was kann uns jetzt in der Arbeit helfen? Also wir haben jetzt im Land Baden-Württemberg Erfahrungswerte, was ich Ihnen gerne mitteilen. Wir sind in einem Projekt REFIT, Regionale Förderung für Inklusion und Teilhabe. Das heißt, wir haben festgestellt, bevor wir immer als Beratungsstelle oder als NGO, Roma-NGO, immer überall sein sollen müssten, als Feuerwehr, schaffen wir das alles nicht. Das stellen wir auch alles fest, sondern wir müssen das System fit machen. Aufgrund dessen haben wir natürlich jetzt 4 große Städte genommen, Mannheim, Stuttgart, Ulm und Freiburg, und haben wir vor Ort, wir haben auch gerade im Chat auch gehört, wie wichtig es ist, erstmal eine Basis zu schaffen, alle Angestellte von Sozialarbeiter bei Jobcenter, bei Kommunen und dergleichen haben wir erstmal Schulungsmaßnahmen gemacht, die auch evaluiert wurden, auch mit der PH Heidelberg, und auch empfehlenswert sehr gute Noten bekommen haben wir natürlich erstmal das System fit gemacht. Dann haben wir natürlich auch Multiplikatoren, Mediatoren vor Ort. Wenn auch Minderheitenvertretung vor Ort waren, haben wir die auch einbezogen. Jetzt derzeit in Kurzfassung haben wir jetzt vorletzte Woche haben wir auch vom Ministerium für Soziales und Integration und Gesundheit haben wir einen Zuspruch bekommen, dass wir mit dem Schwerpunktthema und mit der Belange der ukrainischen Roma, dass wir sie jetzt gerade intensiv unterstützen müssen. Das heißt, die Hauptamtliche, Ehrenamtliche in der Kommune, in den Landesaufnahmestelle zu gehen, zu gucken, wie schaffen wir das? Was brauchen sie vor Ort? Da haben wir natürlich auch jetzt hier ganz wichtig, es ist die Partizipation und Einbindung der ukrainischen Minderheitsvertretung, zum Beispiel wie die Cherikli-Organisation, die auch hier in Deutschland bzw. in Straßburg setzt, mit Zola Kondor und ihrer Mutter und auch andere Roma, die geflüchtet sind aus der Ukraine, einzubinden, dass man die mitnimmt und gleich auch einbinden in den Arbeit. Da gehen wir auch vor Ort und gucken wir, wie können wir da vor Ort auch unterstützen. Wir bieten auch Online-Zoom-Schulungen derzeit, wo sie sich dann die Leute einbinden können. Wir können auch dann als dritte Maßnahme auch sogar vor Ort auch die Bevölkerung
und die Ängste von den Leuten, dass sie sagen, okay, jetzt kommen viele Flüchtlinge hier und dergleichen, wie schaffen wir auch da vor Ort zu unterstützen. Da bieten wir die Möglichkeit, dass wir auch dort Vorträge oder Ausstellungen und dergleichen. Das sind jetzt momentan so viele Anfragen, da kommen wir eigentlich wirklich gar kaum nach. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir auch als Minderheitsvertretung überlegen, mit welchem lösungsorientierten Ansatz gehen wir vor, wie können wir jetzt auch da anpacken. Da haben wir natürlich auch Experten und Expertinnen auch eingeladen in diesem Workshop. Zum Beispiel also nicht nur das Thema Sinti und Roma und Geschichte, sondern auch mal das Klassismus, das Thema. Was kann wirklich wichtig sein? Das ist plausibel. Woran liegt es, diese Probleme und Herausforderungen? Und ich glaube, die Lage über die Ukraine wurde schon, glaube ich, schon vorgestellt, wie dort schon die Roma gelebt haben. Woran liegt es? Das muss man den Leuten auch klar darstellen, wie das begleitet schon seit Jahren. Und das muss man ja helfen. Und ich denke, das ist der Ansatz. Und wir haben bis jetzt sehr positive Erfahrungswerte. Wenn gewollt ist, kann ich das gerne mal ein bisschen mehr Informationen dazu. Und wenn Sie da als Ansprechpartner möchten, können wir Sie gerne auch diesbezüglich unterstützen. Können Sie sich gerne anwenden. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Jovica Vanitelli. Es gibt auch im Chat gibt's auch eine rege Diskussion und auch nochmal die Zustimmung, dass einfach Ressourcen ganz wichtig sind und gebraucht werden an allen, in allen Bereichen. Und genauso auch nochmal der Hinweis, dass auch über die über diese Konferenz und den Austausch, den wir gerade haben, auch im Bundestag berichtet werden sollte, weil es wichtig ist, dass das auch auf politischer Ebene diskutiert wird. Madeleine Dös? Hallo, ich bin Madeleine Dös, ich bin Sozialarbeiterin in Hamburg und unterstütze als Sozialarbeiterin und Aktivistin das schon genannte Romanika Wawa. Und genau, ich habe zwei Punkte. Ich finde einmal, Kenan hatte schon angesprochen, es fehlt quasi an finanziellen Ressourcen für Fachkräfte in dem Bereich, aber ich finde, es fehlt auch an finanziellen Ressourcen für Räume. Das ist zumindest die Erfahrung in Hamburg, dass es eigentlich ein Raum fehlt, wo sich ukrainische Roma auch vernetzen können, sich treffen können, sich austauschen können, zur Ruhe kommen, weitermachen. Genau, also das ist gerade hinsichtlich des Winters noch eine Baustelle, würde ich sagen. Und genau, und auch die Erfahrung quasi, dass zumindest die Ankommenden in Hamburg nicht zu den Anlaufpunkten der Stadt gegangen sind, von direkt am Bahnhof zu diesen Ankunftszentren oder so, weil sie da einfach nicht romanesk gesprochen worden ist, weil dann Misstrauen war und es eigentlich irgendwas Sichtbares auch quasi an den Hauptbahnhöfen bräuchte. Und das andere ist quasi nochmal, dass die Beobachtung oder zumindest aus Gesprächen in Hamburg kriege ich ganz viel mit und auch aus der Praxis, dass sich Geschichten immer wiederholen und jetzt viele Parallelen zu 2015 quasi auch bei Menschen gezogen werden. In Hamburg ist die Situation so, dass die ganzen Behörden, also sowohl die Ausländerbehörde als auch die Ämter für die Wohnungssuche, Anträge nicht bearbeiten und immer wieder begründen, dass jetzt gerade Ukraine an erster Stelle ist. Die Menschen, die zu uns in der Beratung kommen und schon sehr lange in Hamburg wohnen und Aufenthaltstitel hatten, bekommen bei einer Verlängerung gerade nur Fiktionsbescheinigungen. Das heißt, teilweise droht Arbeitslosigkeit. Die Leute haben keine bekommen keine Leistungen mehr beim Jobcenter, weil die Aufenthaltstitel ablaufen und da die Ausländerbehörde nicht reagiert. Genau, und das finde ich sind Zustände, die auf jeden Fall benannt werden müssen und aber auch schnellstmöglichst geändert werden müssen, weil das für die Praxis bei uns super anstrengend ist. Danke. Ja, danke für den Beitrag. Helga Habekost als nächstes. Ja. So, hallo, hier ist die Helga.
Ich bin in einer niedersächsischen Kleinstadt als ehrenamtliche Migrationshelferin seit weit über 30 Jahren ehrenamtlich tätig. Roma habe ich vor allen Dingen kennengelernt, die vom Balkan kamen, so um 2015 herum. Das heißt, sie sind jetzt eigentlich schon so lange hier, dass sie von dem neuen Aufenthaltschancengesetz teilweise partizipieren könnten. Aber gerade bei den Roma sehe ich, dass hier in der Ausländerbehörde vor Ort man so mehr oder weniger handelt, wie Simone das beschrieben hat. Und ich finde das ganz, ganz tragisch und traurig, wie man als Ehrenamtlicher dann möglichst ferngehalten wird von einer Behördenbegleitung. Ähnlich wie Simone geschrieben hat, gesagt hat, dass sie nicht vorgelassen wurde und nicht richtig angehört worden ist. Das ist der eine Punkt. Dass aber sogar, wenn ich zu einer Begleitung mitgegangen bin, mir vorgeworfen worden ist, dass ich nicht alle Details, die mir bekannt waren über diese Familie, dort in der Ausländerbehörde mitgeteilt habe. Ich bin bei der Polizei deshalb angezeigt worden und es läuft ein Gerichtsverfahren, ob ich diesen Schützling von mir, für den irgendwie eine Verbesserung des Aufenthalts hätte erschleichen wollen. Deswegen warte ich jetzt auf eine Gerichtsverhandlung, womöglich. Und ich denke, diese Zustände, die heute hier aus allen Teilen Deutschlands deutlich geworden sind, sind für ein christliches Abendland nicht mehr tragbar. Wir sind kein christliches Abendland mehr, muss ich leider als evangelische ehemalige Kirchenvorsteherin sagen. Es ist eine Schande, wie hier in Deutschland die Roma, ähnlich wie in vielen anderen Ländern, ausgegrenzt werden. Mein Ehemann sagt zwar, wir können nicht die ganze Welt retten, aber ich sage, die den Weg zu uns nach Deutschland geschafft hatten, sollen wir nicht auf den Balkan zurückschicken als kranke Menschen und sollen wir nicht links liegen lassen, während Kinder Hunger haben. Es ist eine Schande. Es tut mir so leid. Es ist auf jeden Fall eine Schande und wir sind aber auch ein christlich, jüdisch, muslimisch und vieles weitere Land. Also, ja, unterdessen richtig. Ja, und orthodox gewesen, vielleicht und Buddhist und alles, ja, meine Flüchtlinge gehören auch zu allem. Richtig, richtig. Aber genau das ist ja der Schnittpunkt, den wir irgendwo auch haben. In allen Religionen gibt es gute und schlechte Menschen. In allen Religionen gibt es Menschen, die einander helfen wollen. Und das ist gut so. Und das sollen wir weiter tun. Ich danke Ihnen, Frau Habekos. Ute Neumann, bitte. Und wir haben noch zwei Wortmeldungen und dann würde ich auch direkt im Anschluss an Lisa Tschetschon-Kinnan übergeben, um die Forderungen nochmal zu bündeln, weil wir auch heute versuchen wollen, mit etwas rauszugehen, was Herr Daimler-Güller vielleicht mitnehmen kann an die Bundesregierung. Genau, dann Ute Neumann, bitte. Genau, ich arbeite beim Flüchtlingsrat in Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern und wollte nur noch mal erstens mich bedanken für diese wirklich informative Veranstaltung, die das ganze Elend auch mal offenbar macht. Das ist ja viel zu wenig bekannt und wird auch, glaube ich, hat viel zu wenig Öffentlichkeitsarbeit. Ich möchte darauf hinweisen, nachdem ja auch durch Julia so dramatische Zustände für Mecklenburg-Vorpommern geschildert worden sind. Es wird im Ende Oktober, am 27. Oktober im Sozialministerium in Schwerin einen Roma-Fachaustausch geben, wo die Problematik jetzt gerade natürlich im Zuge auch der ukrainischen
geflüchteten Roma behandelt werden soll und das dann tatsächlich doch auch schon sehr nah an der Politik dran, sodass sich hoffentlich auch in Mecklenburg-Vorpommern ganz schnell was ändern kann. Das war es eigentlich schon, was ich noch bekannt geben wollte. Dankeschön für den Hinweis und die Information. Sean McGinley? Kurz zur Information, Sean. diese Veranstaltung in Mecklenburg-Vorpommern, da werden wir einen Beitrag-Workshop machen, die gerade erwähnt worden ist. Ja, also mein Name ist Sean McGinley. Ich bin in Berlin. Ich bin im Grunde nur interessierte Einzelperson. Hier bis vor kurzem war ich Geschäftsführer im Flüchtlingsrat Baden-Württemberg und ich befasse mich auch schon seit einigen Jahren mit diesem Thema und habe auch Arbeit auch mit einigen von den Leuten und Organisationen, die hier vertreten sind, zusammen, unter anderem gerade mit dem Jovica als Referent in einigen von diesen Seminaren in dem Refit-Projekt mache ich was zum Thema Antiziganismus im Kontext Migration als Fortbildung für Hauptamtliche. Ich wollte eine Sache aufgreifen, die ganz am Anfang, die Julia war das, glaube ich, gesagt hatte. Es hat mich eben auf den Gedanken gebracht, das Thema Bleiberecht, was wir jetzt natürlich seit vielen Jahren als großes Problem erleben mit Geflüchteten von Balkan. Das wird mittelfristig auch auf uns zukommen bei den Geflüchteten aus der Ukraine. Es wird der Tag kommen, wo sich diese Frage stellt, wo die deutsche Bundesregierung sich auf den Standpunkt stellen wird, die Leute sollen können in die Ukraine zurück. Und ich wette jetzt schon drauf, da wird es Roma geben, die aus gutem Grund sagen, das wollen wir nicht. Und dann werden wir eine Auseinandersetzung zu führen haben. Und die unabhängige Kommission Antiziganismus hat ja in ihrem Bericht umfangreiche Empfehlungen ausgesprochen, zum Thema Asyl- und Aufenthaltsrecht, unter anderem Abschaffung des Konstrukts der sicheren Herkunftsstaaten und Anerkennung von Roma als besonders schutzbedürftige Gruppe und so weiter. Und mein Appell an Herrn Daimler-Güller wäre, bitte setzen Sie sich dafür ein, dass die Bundesregierung sich mit diesen Forderungen auseinandersetzen muss, dass sie sich dazu verhalten muss. Ich habe die Befürchtung, so kenne ich das nämlich aus Baden-Württemberg. Das war dann so der Umgang. Man stellt sich nach außen hin, so wir sind sensibel für die Belange, wir reden mit den Selbstorganisationen, wir haben die offiziell anerkannt und wir erkennen unsere historische Verantwortung, bla bla bla. Aber bei den Sachen, wo es wirklich politisch kontrovers wird, wo es darum geht, gewährt man diesen Menschen ein Bleiberecht, gewährt man ihnen gleichberechtigte Teilhabe und so weiter, dann sind sie knallhart. Und dann sind, ich sage das ganz deutlich, weil ich jetzt als Privatperson öffentlich deutlich sprechen kann, die blau-braune Ausländer-Raus-Fraktion, die in Baden-Württemberg die Migrationspolitik macht, das sind diejenigen, die dann wirklich das Sagen haben. Und deswegen werden die Leute immer noch massenhaft abgeschoben. Das passiert jetzt mit den Leuten vom Balkan. Und das wird mittelfristig irgendwann auch kommen mit den Leuten aus der Ukraine. Da bin ich mir sicher, da können wir uns jetzt schon darauf einstellen und überlegen, wie wir uns da verhalten wollen. Und deswegen mein Appell an Sie, Herr Daimler, bitte sorgen Sie dafür, dass die Bundesregierung nicht einfach diese Sachen schön elegant unter den Tisch fallen lässt und dass sie aus den Empfehlungen der Kommission nicht nur die Sachen umsetzt, die irgendwie bequem und schön nach außen sind und ohne politische Kontroversen, damit sie sagen kann, ach guck mal, wir haben euer was gemacht und wir nehmen das ernst und bla bla bla, sondern auch diese Sachen, die ganz konträr laufen zu dem, was politisch bis jetzt gemacht wurde in den letzten Jahren. Es ist ganz, ganz wichtig, bitte sorgen Sie dafür, dass diese Sachen zumindest in die politische Diskussion eingeführt werden. Und wenn die Bundesregierung sagt, wir wollen das nicht, dann möchte ich, dass sie das wirklich offensiv in der Öffentlichkeit sagt. Und dann können wir uns damit auseinandersetzen, aber nicht unter den Tisch fallen lassen. Danke. Danke, Sean McGinley, klarer Appell. Ich würde gerne aus dem Chat noch zwei Nachfragen aufgreifen, und zwar, ob der Fachtag in Schwerin öffentlich ist und ob man sich, wo man sich anmelden kann. Ich weiß, dass da noch einiges an Planung ist. Ich würde darauf hinweisen, dass man sich auf unserer Website vom Flüchtlingsrat Mecklenburg-Vorpommern umschauen kann. Der wird da sicherlich veröffentlicht sein. Und dann könnte man dort sicherlich auch Anmeldemodalitäten finden.
Also die Hauptorganisatorin der Veranstaltung ist Salhone Gashnian, die heute in der Veranstaltung ist. Und man kann sich auch an sie wenden mit der Anmeldung. Sie leitet das dann weiter. Okay, danke. Und auch die Frage, ob es eine Arbeitsgruppe gibt, um das Thema mehr in die Medien zu bringen. Ich glaube, wahrscheinlich aktuell noch nicht, aber das wäre ja eine Idee, sowas zu gründen. Oder? Könnt ihr, ich weiß nicht, Kenan, Lisa Tette, Sandra, gibt es da schon irgendwas? Ja, also es gibt schon ein Netzwerk, wo wir die Recherche, also auch zum Beispiel auch das mit diesen Stellen, was wir wollten in Hamburg, in NRW und Niedersachsen, was leider nicht funktioniert hat. Also ich will nur damit sagen, es gibt Leute, die sich in diese Thema beschäftigen und das mit Medien. Also es ist so, dass wir oft darüber geschrieben haben. Also es gibt auch bei RAN-Webseite ganz viel Materialien auch und auch Nachrichten und auch an die Presse. Aber irgendwie kommt das nicht so in die Öffentlichkeit. Genau. Aber das müssen wir gucken, wie das am besten funktionieren kann. Also ich werde jetzt diese 12 Minuten benutzen, dass wir auch bisschen über die Lösungen sprechen. Also es sind schwer, also es gibt was da funktioniert und da, aber letztendlich, also bundesweit kann überhaupt nicht eine Organisation oder zwei das übernehmen, sondern es muss irgendwie funktionieren, so wie mit diese ganzen Netzwerke, was wir auch mit Jahren gebaut haben. Und wie am Anfang gesagt, das sind viele Leute, die mitmachen wollen, aber es fehlt strukturelle Forderung irgendwie bei dieser Organisation oder finanzielle Hilfe oder dass man auch die Leute wenigstens so wie eine halbe Stelle oder sowas. Also das wäre für uns sehr wichtig. Also wie von dieser Erfahrung aus dem Krieg in den Balkan und was wir hier alles durchgemacht haben und ich meine, die Leute sind bei uns gekommen mit der Stromrechnung und dachten, das ist eine Abschiebung und so. Ne? Deswegen muss man schon denken, wie können wir die Struktur ein bisschen stärken bei Roma-Organisationen. Und ich will auch speziell sagen, dass die migrantische Roma-Organisation sehr wichtig in diesem Thema sind, weil die haben diese Erfahrung von Flucht und auch diese Asyl und Rechte und Bleiberecht und so weiter. Was zu dem Fall bei Sinti-Verbände, weiß ich nicht, die sind, deren Fokus liegt woanders, dass wir einfach nicht die Sache mischen, sondern richtig mit den Leuten arbeiten, die in diesem Bereich aktiv sind. Deswegen eine Forderung wäre für uns, dass man diese Organisationen unterstützen, weil wie ich genannt habe, also es sind mehrere Anträge gegangen, aber alle sind abgelehnt. Und wo liegt das Problem? Also kann sein, dass die Regierung schon was unterstützt, aber das funktioniert nicht, weil es ist nur bundesweit vielleicht zwei oder drei Telefonnummer, wo die Leute anrufen können und so. Und es ist auch so oft, zum Beispiel die Leute, so wie aus die Organisationen aus Ukraine, die auch Jovic erwähnt hat, Chirikli oder die anderen, das sind auch Leute, die hier auch, ich glaube, ich weiß nicht, ob der bei Straßburg, Entschuldigung. Ja, Straßburg. Aber es gibt auch bei Zentralrat, glaube ich, oder bei Doku-Zentral eine Stelle auch. Und das ist nur eine Person, also aus Ukraine, die eigentlich ukrainisch und sprechen kann mit den Geflüchteten. Aber von anderer Seite, sie hat auch keine Erfahrung, wie funktioniert das alles in Deutschland. Und dann die melden sich auch bei uns und dann bekommen wir auch diese ganze Personen zu unterstützen. Also wie geht man mit den Anträgen, was muss man machen, wann sind die Termine, also diese übliche Sache, was man machen muss. Und das nimmt viel Zeit, Energie und wir können auch nicht, also ehrenamtlich, das ewig machen. Und das wäre erstmal diese wichtige Forderung. Und die zweite ist, also das, was schon erwähnt hat, also das mit dem Roma aus dem Balkan. Ich weiß nicht jetzt, wieso musste so sein, so wie 2015, wo ganz viele Flüchtlinge aus Syrien in Deutschland gekommen sind
und dann musste man Platz machen für die und dann gab es ganz viele Abschiebungen nach Balkanländer, dass Roma abgeschoben waren, weil wir so viele andere Flüchtlinge aufnehmen sollen. Und jetzt ist auch genau dieser Fall, dass wir auch in diesen Monaten auch viele Abschiebungen von diesen Leuten haben. Also vielleicht das ist ein anderes Thema, aber man muss gucken. Genau, und jetzt alles sind nicht zu dem Wort gekommen, aber vielleicht können Sie auch unsere, weil ihr habt euch angemeldet bei dieser Konferenz, habt ihr die Kontakte und dann vielleicht sollen wir vielleicht nochmal so eine Vernetzungstreffen machen oder so. Wie können wir weitergehen? Also das ist nur kurz, so in 2 Stunden. Gut, dass ihr alle da seid. Aber wie gehen wir weiter? Also wir können solche Sachen organisieren. Also auch wenn wir uns treffen sollen, so live oder per Zoom. Aber lasst uns in Kontakt bleiben und gucken, wie können die Leute unterstützen. Und von dieser ganzen Institution, was gibt, also es wäre auch wichtig, dass Roma irgendwie irgendwo angesiedelt sind als Beraterin oder Berater. Eigentlich sprach auch. Gut, das war ein kleiner Input. Dann würde ich vielleicht gerne noch zwei Minuten beanspruchen. Also ich möchte mich auch bedanken bei all denjenigen, die sich gemeldet haben, beziehungsweise die überhaupt da sind und für die Berichte. Da hat man auch mal nochmal gesehen, wie weit das eigentlich geht und in welchen Lebensbereichen das geht und wie viele Parallelen es eigentlich schon mit früheren Situationen gibt. Und ich bin da komplett bei Jean, also ich sehe das auch kommen, dass wir dann halt die neue Gruppe haben von Menschen, die in so ein Kreislauf sein wird von ewiger Duldung oder sowas. Also es kommen ganz viele Sachen zusammen, die man halt in so einen Mantel von Forderungen zusammenbasteln kann. Also ich fand jetzt, was mir so in Erinnerung geblieben ist, also diese Ungleichbehandlung beim Aufenthaltsrecht, dass man halt die Roma ohne Dokumente gar nicht da in den Genuss, denn von den 24 kommt die Beschulung. Und das ist so wichtig, dass man da nicht Kindergenerationen wieder verliert, verschwendet, so wie man das bei den Balkan-Roma gemacht hat. Schutzräume für Menschen, dass sie da auch einfach mal unter sich sind, das finde ich auf jeden Fall etwas, was man da mitnehmen kann. Das, was Kenan angesprochen hat, diese strukturelle Förderung, wir sagen das schon seit Jahren, dass es da halt auf jeden Fall diese Ressourcen braucht, weil wir nicht in der Lage sind oder das nicht schaffen können, ehrenamtlich diese ganze Arbeit zu bewältigen. Ich sehe schon, Herr Damagula hat sich auch schon mal gemeldet und da könnte er dann, wäre es auf jeden Fall gut, wenn Sie dann im Zuge dessen auch nochmal diesen Bericht Antiziganismus-Kommission, an welche Punkte da, ich weiß, es gehört heute nicht zum Thema, aber wir haben das jetzt zum Thema gemacht und ich finde das auf jeden Fall gut, wenn Sie dazu noch was sagen könnten. Dankeschön. Also, Sie werden verstehen, dass ich jetzt nicht über den 876-Seiten-Bericht in den letzten 2 Minuten reden möchte. Das würde dem Bericht nicht gerecht werden. Ich würde vorschlagen, ja, weil ich auch sehe, wie sinnvoll dieses Format ist, ja, dass wir zu diesem Thema gesondert noch einmal einladen und gesondert sprechen. Ich glaube, dass es dort tatsächlich sehr, sehr viele spannende Themen gibt und ich dann auch vielleicht berichten kann, wo stehen wir jetzt eigentlich? Ja? Zwei Dinge. Ich glaube, dass wir uns in der Analyse einig sind. Ja, wir sind uns einig, dass wir bei den Geflüchteten ja ganz offensichtlich und auch, wie ich meine, schamlos, wirklich schamlos an vielen Stellen eine rassistische Behandlung von Roma erleben. Ja? Anscheinend gelten alle Regeln, die man so hat, gesetzlich, ja, aber auch moralisch, für diese Menschen nicht. Ja? Und ich glaube, dass hier eben mehr auf dem Spiel steht, als in Anführungsstrichen nur die Roma, sondern auf dem Spiel steht einfach, wie ernst meinen wir es eigentlich mit unserer Werteordnung? Ja, wie ernst meinen wir es eigentlich mit Artikel 1 Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar? Ja? Und
Ich will, und das kann ich Ihnen versprechen, alles tun, was ich tun kann. Und was wir tun sollten jetzt ist, dass wir zweigleisig vorgehen. Die Selbstorganisation, Sie direkt an die politischen Entscheidungsträger herantreten. Ich persönlich aber auch noch einmal Ihre Forderung gegenüber den zuständigen Bundesministerien, aber auch Landesministerien artikuliere und wir dabei deutlich machen, dass eine Lösung nicht ohne und schon gar nicht gegen die Selbstorganisationen gefunden werden kann. Das Problem sind nicht die Geflüchteten, das Problem ist der Umgang mit den Geflüchteten. Ja? Und das müssen wir artikulieren. Ich will da tätig werden und ich muss da tätig werden. Wir können diesen Schweinereien nicht zuschauen. Ja? Ich hatte ja eingangs gesagt, dass ich in der Ukraine war und dort haltlose Zustände gesehen habe. Ja? Armut, rechtliche Ungleichbehandlung, Papierlosigkeit, Probleme bei Unterkunft, gesundheitlicher Versorgung und so weiter und so fort. Ja? Aber vor einer Sache möchte ich warnen. Wir sollten nicht so tun, als sei das so eine ukrainische Sache und mit dem Finger auf die Ukrainer zeigen. All die Phänomene, die ich in der Ukraine gesehen habe, haben wir hier auch. In unterschiedlicher Intensität. Ja? Aber dass das eine gänzlich fremde Welt wäre, ist eben nicht der Fall. Ja? Und wir haben ja mit großen Gedenkveranstaltungen 30 Jahre Rostock-Lichtenhagen gehabt vor ein paar Wochen. Wir haben am 2. August den Holocaust-Gedenktag. Und es geht nicht in meinem Kopf, wie wir es schaffen, gleichzeitig den Toten zu gedenken, die Toten zu ehren, die Toten zu achten, aber die Lebenden zu verachten. Und zwar mit den gleichen Sätzen, mit den gleichen Stereotypen, mit den gleichen Lügen, mit der gleichen Schlechtmachung. Ja? Wie vorher, wie sollen sich denn diese Menschen sicher fühlen können? Ja? Dass nicht das Morden wieder losgeht. Und by the way, das Morden hat vielleicht aufgehört auf einer staatlichen Ebene. Aber wir haben ja ständig immer wieder Angriffe auf Roma, auch hier in Deutschland. Nur dass dann häufig dieser antiziganistische Aspekt halt wegkommuniziert wird. Was war denn in Hanau? Was war denn bei dem sogenannten Amoklauf OIZ in München? Wieso waren denn da Opfer vor allem auch aus der Gruppe der Roma? Ja, wir haben das. Insofern bin ich muss das auch ganz, ganz ehrlich zugeben, sehr, sehr froh, dass es dieses Gespräch gegeben hat. Mir ist auch wichtig zu sehen, ja, dass wir alle auch nicht alleine sind, auch wenn uns viele das Gefühl geben wollen, alleine zu sein. Ich möchte tun, was ich tun kann. Ich werde tun, was ich tun kann. Und ich möchte dabei eng mit Ihnen zusammenarbeiten. Ja, und dieses Wort kann ich Ihnen geben. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, vielen Dank, Herr Daimler-Güller. Ich würde auch, mich auch nochmal ganz herzlich bei allen bedanken, die teilgenommen haben. Und ich glaube, es gab wirklich viele Aspekte, die genannt wurden und von Bleiberecht, Aufenthalt zu Ressourcen, strukturellen Förderungen und eben den Appell vielleicht, dass wir alle uns vernetzen und aktiv werden. Und ich würde gerne an Nisa und Kenan für das Schlusswort weitergeben. Ja, von mir auch nochmal vielen Dank an alle. Wir werden uns dann nochmal zusammensetzen und diesen ganzen Input in Worte quasi fassen und das aufs Papier bringen und das dann auch an Herrn Daimler-Güller zukommen lassen. Ja, und ich hoffe, beim nächsten Mal sind Sie auch alle wieder dabei. Ja, vielen Dank und ich freue mich. Ich freue mich wirklich über diese Teilnahme. Das ist eine tolle Veranstaltung. Vielen Dank an die Organisatorinnen und Organisatoren. Das ist wirklich ganz toll. Ganz herzlichen Dank.